Totgesagte leben länger. Nicht nur, dass wir schon ganz häufig gehört haben, der Bitcoin- und Kryptomarkt ist tot. Jetzt aber wirklich, fei echt, jetzt nein. Auch nach Markus Miller habt ihr euch immer wieder erkundigt. In den letzten Wochen und ich glaube auch Monaten hast du ein bisschen rar gemacht. Markus, was war denn los? Und vor allem, schön, dass du wieder da bist. Freut mich auch, dass ich wieder da bin. Also ja, also überhaupt nichts Besonderes eigentlich gewesen. Nur aktuell habe ich ein bisschen ein Thema. Und zwar, ich war letzte Woche, du weißt es ja, in London ein paar Tage. Ich habe die Zeit super genossen, war enorm viel los, aber habe mit der ganzen Family Corona mitgebracht. Also ich habe auch noch Corona, aber ist ja nicht übertragbar jetzt übers Display. Aber ich bin nur ein bisschen angeschlagen, einfach merkt man auch ein bisschen. Und ich merke es selber bei mir auch. Jeder von euch, der vielleicht mal Corona gehabt hat, wird auch wissen, dass man da vielleicht in der Konzentration nicht ganz so fit ist. Also wenn ich heute ein paar Sprachaussätze habe oder so, dann liegt es nicht daran, dass der FC Bayern doch noch Meister geworden ist am Wochenende, sondern weil ich eben noch Corona habe. Und dann zu der Thematik mit den Videos ist es einfach so, ich habe im letzten Jahr einen eigenen Podcast eingeführt. Ich weiß, es war ja immer sehr, sehr viel Nachfrage da oder sehr viel Anfragen, macht's doch die Videos häufiger und so weiter. Wir haben uns dann, oder ich habe mich dann eben entschieden, vor einiger Zeit zu sagen, nee, ich will den Zyklus eben etwas weiter ausdehnen. Warum? Weil ich eben von meinen Kunden eben ein Feedback bekommen habe. Das heißt, ja, Herr Miller, Sie erzählen da bei der Börse Stuttgart so viel. Warum bezahle ich eigentlich für Ihre Dienstleistungen, wenn Sie das sowieso immer alles erzählen? Also das ist jetzt im bisschen übertriebenen Sinne, aber so waren eben einzelne Meinungen. Dann habe ich eben damals entschieden und gesagt, okay, dann machen wir die Videos eben alle paar Wochen. Und jetzt mit der Einführung von meinem Podcast, also von Millers Kryptowoche, ist es eben so, dass ich einen wöchentlichen Podcast habe und es ist, glaube ich, ja vollkommen verständlich, auch betriebswirtschaftlich, dass ich mich nicht selber kannibalisieren will. Also wenn ich jetzt wöchentlich ein Video mache bei Börse Stuttgart und wöchentlich einen Podcast, ja, dann kannibalisiere ich mich selber und es bringt ja auch keinen Mehrwert. Und ich spüre ja auch, wenn man sich ein bisschen rar macht, also wenn man jetzt nicht, wenn irgendwie Elon Musk hustet und der Dogecoin steigt und der Bitcoin fällt oder irgendwas und dann gleich wieder ein Blutblatt-Video raushaut oder To the Moon-Video. Wir fahren ja da auch sehr, sehr gut, oder? Dass wir das Ganze mal in Ruhe ein bisschen aus der Vogelperspektive aufbereiten. Und ich finde auch die Kombination, die wir hier jetzt haben, ja auch bei der Börse Stuttgart mit Mirko von Bitcoin to Go, der eben monatlich so einen Überblick macht, einen Marktüberblick, den er ganz, ganz hervorragend macht. Und ich dann eben alle 2-3 Monate mit so einem groben, großen strategischen Überblick aufs große Ganze, da fühle ich mich jetzt super wohl und es passt, glaube ich, ganz gut. Also das ist eben der Grund des Ganzen, wo wir jetzt nicht mehr ganz so viele Videos bei Börse Stuttgart folgen, aber alle 2-3 Monate machen wir auf jeden Fall auch in Zukunft ein Video. Macht mir riesig Spaß und wir haben das ja jetzt seit vielen Jahren auch gemacht. Dann lass uns da mal einsteigen, dass wir nicht wieder die 2 Stunden sprengen, weil deiner Stimme möchte ich es nicht zumuten. Aber ich glaube, es ist relativ viel aufgekommen in letzter Zeit. Lass uns einfach mal ganz grob so den Markt einordnen in den letzten 2 Monate, 3 Monate, da gibt es ja doch schon einiges, was man auch trotz allem, obwohl ich mit Mirko schon darüber vielleicht gesprochen habe, von dir noch ein paar Stimmen dazu hören möchte. Ja, also ich meine, grundlegend ist es mal so, nach diesem Horrorjahr für die Kryptomärkte des Jahres 2022 mit sehr, sehr vielen Bereinigungen, auch mit gigantisch vielen Skandalen von Terra Luna an dem Kollaps einer ganzen Blockchain, dann natürlich mit dem Höhepunkt, dem FTX-Drama, diesem Zusammenbruch, dann natürlich auch den geopolitischen Auswirkungen des letzten Jahres, der Krieg in der Ukraine, massiv steigende Zinsen, Finanzierungsprobleme und so weiter. Muss man ja sagen, auf das sind wir ja alles schon mal eingegangen, im ersten Krypto-Update diesen Jahres hat sich der Bitcoin und die Kryptomärkte jetzt im Jahr 2023 sehr, sehr gut gefangen, gefestigt und sind auch daran eben auch gewachsen. Und wir hatten ja in der Spitze auch beim Bitcoin im Jahr 2023 einen Kursanstieg von rund 80% und dass wir danach dann auch mal wieder in eine Konsolidierungsphase fallen, das ist ja vollkommen normal. Dennoch möchte ich mal hervorheben als Höhepunkt, was mir jetzt einen bleibenden Eindruck bereitet hat in den letzten Monaten. Es gab ja immer wieder die Kritik, dass man eben gesagt hat, ja, der Bitcoin hat eben seine Funktion als digitales Gold nicht erfüllt. Er hat auch seine Inflationsschutzfunktion nicht erfüllt, weil er eben stark gefallen ist.
und eben die Inflation ist stark gestiegen. Ja, das kann man natürlich in einem kurzen Horizont, wenn man jetzt nur den Kriegsausbruch der Ukraine betrachtet, im Jahr 2022 die Kursentwicklung so sehen. Aber wenn man jetzt natürlich herauszoomt eben aus diesen Charts, aus irgendwelchen Wochen-, Monatscharts oder Jahrescharts, sondern mal mehrjährige Betrachtungszeiträume nimmt, ja, dann hat der Bitcoin seine Inflationsschutzfunktion vollkommen erfüllt und seine Kapitalschutzfunktion natürlich auch. Und was eben jetzt ganz, ganz entscheidend ist, wir haben eine massive Krise gesehen in den USA, die Krise ist aber nach wie vor da, im Bankensektor. Und davon war natürlich auch der Kryptosektor betroffen, weil hier mit der Silicon Valley Bank, mit der Silvergate Capital Bank und mit der Signature Bank eben auch Banken pleite gegangen sind, die sehr kryptoaffin waren. Also das sind für manche Kryptobörsen beispielsweise die Hauptzahlungsabwickler von heute auf morgen weggebrochen. Und das ist natürlich was ganz, ganz Dramatisches. Und in dieser Bankenkrise, in der Banken, Regionalbanken oder diese angesprochenen Banken eben halt innerhalb weniger Tage wie ein Stein ins Bodenlose gefallen sind und insolvent gegangen sind, hat eben der Bitcoin seine Stärke gezeigt. Und es hat sich eben auch gezeigt, dass die Anwender, die User, die Anleger auch den Bitcoin als Kapitalschutzinvestment annehmen, um eben sich auch vor diesen Risiken zu schützen. Und das ist eben eine ganz, ganz wichtige Lehre aus den letzten Wochen und Monaten, die mich auch sehr, sehr positiv in die Zukunft blicken lässt, weil diese Probleme, die Ursachen dieser Probleme im Bankensektor sind ja nicht behoben, sondern es wurden jetzt die Symptome mehr oder weniger kaschiert, indem man eben ja Bailout gemacht hat. Also der Staat bzw. der Steuerzahler ist eben eingesprungen, um eben hier eine Kernschmelze, einen Kollaps, Dominoeffekte, wie wir sie gesehen haben, im Jahr 2008, nach dem Kollaps von Lehman Brothers, unbedingt im US-Bankensektor zu verhindern. Und es ist jetzt nicht so, nur so, dass der US-Bankensektor massiv angeschlagen ist. Wir müssen ja gar nicht so weit schauen hier in Europa. Wir haben auch hier einen dramatischen Fall gehabt in unserem Nachbarland in der Schweiz mit der Credit Suisse. Und das war jetzt auch eine ganz schöne Hausnummer. Also von einer relativ kleinen Volkswirtschaft wie die Schweiz, die hat zwei gigantisch große Banken, einmal die UBS und einmal die Credit Suisse. Und die Credit Suisse hatte eben schon seit vielen Jahren strukturelle Probleme, war auch in jedem Skandal gefühlt, den es jetzt im Bankensektor gab, involviert. Massives Missmanagement über viele Jahre. Und dann ist eben hier ein Effekt eingetreten, der mich sehr stark damals an die Deutsche Bank und die Leo Kirch-Pleite erinnert hat. Also diese Leo Kirch-Pleite hat ja auch begonnen mit dem Interview des deutschen Bank-CEOs Rolf E. Breuer damals bei Bloomberg TV im Zuge des Weltwirtschaftsforums damals, das in New York stattgefunden hat, dass er eben die Kreditwürdigkeit in einem Interview angezweifelt hat. Und das ist immer der Anfang vom Ende. Wenn das die eigene Bank macht, deine Kreditwürdigkeit anzweifelt, dann gehen eben die Märkte auch gegen dich, dann laufen die Automatismen. Das war das Anfang vom Ende. Leo Kirch, das Kirch Media Gruppe, ist pleite gegangen. Er hat zwar dann noch geklagt, hat dann nach seinem Tod sogar Recht bekommen und die Deutsche Bank hat 1 Milliarde zahlen müssen an die Erben von Leo Kirch nach seinem Tod. Das bringt alles nichts. Und bei der Credit Suisse war jetzt Vergleichbares. Die war auch schwer angeschlagen und einer der Hauptaktionäre, also Saudi-Arabien und der Präsident der Saudi-Arab-Bank eben, hat auch ein Interview gegeben und hat eben beiläufig gesagt, dass man nicht plant, ja, seine Beteiligung jetzt an der Credit Suisse auszubauen, weil es regulatorisch nicht möglich ist, weil es eben hier eine Grenze gibt von 10%. Also eine ganz harmlose Aussage eigentlich, aber am Tag danach ist der Credit Suisse Aktienkurs um 30% gefallen und diese Domino-Effekte haben eingesetzt. Also man sieht eben, wie labil, wie anfällig dieses gesamte Bankensystem ist. Und mittlerweile hat sich ja auch ausgeweitet, beziehungsweise es weitet sich ja fortlaufend aus, auch durch die steigenden Zinsen, durch die wachsenden Geldmengen, durch die Schulden, dass wir ja auch in den USA jetzt
wieder einmal, so wie jährlich grüßt das Murmeltier, vor der Schuldenobergrenze stehen. Also das ist jetzt auch seit vielen Jahrzehnten ist es eben so, dass diese Schuldenobergrenze immer wieder angehoben wird. Manchmal gibt es dann Probleme, Diskussionen zwischen den Republikanern und den Demokraten, gerade auch jetzt, weil bald mal wieder Wahlen anstehen. Also da versucht halt auch jeder seine Positionen durchzubekommen. Und wenn sowas dann wieder mal schief geht, dann kommt es zu einem Government Shutdown. Wir hatten das in der Vergangenheit auch schon mal. Ich war selber mal in New York 2013. Da wollte ich endlich mal auf die Freiheitsstatue gehen. Ging auch nicht, weil eben das ganze Government runtergefahren wurde und alle öffentlichen Einrichtungen geschlossen wurde. Das kann aber im Extremfall eben dazu führen, dass das Rating der USA wieder abgestuft wird, das AAA-Rating, und es massive Verwerfungen an den Finanzmärkten gibt. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf den Bitcoin? Hier muss man eben sagen, meine Einschätzung ist die, doppelt positive. Ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft schauen. Es kann zu einer Nichtanhebung der US-Schuldenobergrenze kommen. Derzeit sieht es jetzt nicht mehr danach aus und die Vergangenheit zeigt eben auch, irgendwann einigen sich die sowieso früher oder später. Aber was passiert dann? Ja, in so einem Fall, also sollten die USA zahlungsunfähig werden, dann glaube ich, werden wir eine große Flucht in sichere Häfen sehen, wie Gold oder auch Bitcoin. Sollte die Schuldenobergrenze angehoben werden, mal wieder, das, was auch aller Wahrscheinlichkeit nach passieren wird, ja, dann steigen halt die Schulden immer weiter. Und das ist auch positiv für limitierte Kryptowährungen wie den Bitcoin, der noch einen eingebauten Inflationsschutzeffekt mit dem Halving-Algorithmus hat. Also das kann man als Kryptoinvestor sogar sehr, sehr gelassen von der Seitenlinie betrachten. Also vielleicht ganz kurz, wir zeichnen gerade am 30.05. auf und Republikaner und Demokraten haben sich am Wochenende so halbwegs geeinigt und morgen soll das Ganze in die Lesung gehen. Also wenn das Video rauskommt, ist mir vielleicht schon klar, dass man sagt, juhu, so ist geplant, für 2 Jahre soll es wieder ausgeweitet werden, also über die nächste Wahl hinaus, keiner soll gewinnen, überall wird was gestrichen oder weniger ausgegeben. Ja, aber was ich aber interessant finde, ich habe immer eine Grafik zum Thema Bitcoin und Gold. Hat es den Standard von Gold erhalten? Ja, nein. Natürlich immer die Frage, welchen Betrachtungszeitraum schaut man sich an, wie bei allem. Das finde ich ganz wichtig, mal den Zuschauern zu sagen, ja, ich habe jetzt mal Ende März, da sieht man eigentlich, Gold und Bitcoin waren relativ Ausgang und Start relativ identisch. Aber es kommt immer darauf an, je nachdem, wo ich halt gerade, von wo ich das Ganze anschaue, grau ist Gold, das rot-grün ist Bitcoin, läuft das eine oder das andere besser. Wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe mal einen längeren Zeitraum zurück, dann sah Gold ganz schlecht aus im Vergleich zu Bitcoin. Dann gibt es wieder mal Zeiten, wo man sagen kann, ha, wusste ich doch immer. Gold ist besser und Bitcoin lief schlechter. Also da einfach mal an alle. Wir hatten natürlich auch Zeiten, Tal der Tränen, Bitcoin vom Hoch nach unten durchgebrochen. Seit damals wäre Gold besser gewesen. Aber auch da, ich spule ein bisschen weiter zurück, kommt es immer darauf an, das ist natürlich jetzt unfair, wenn ich jetzt ins Jahr 2012, 2013 gehen würde, da hätte Bitcoin Gold weitaus gebootet. Und dementsprechend, wenn man solche Vergleiche macht, bitte immer berücksichtigen, für welchen Zeitraum macht man das Ganze. Oder vielleicht auch, was du, Markus, manchmal sagst, das eine tun, das andere nicht lassen. Auch wenn man hochdigital unterwegs ist, kann man sich vielleicht trotzdem auch in kleinen Positionen Gold ins Depot legen, um einfach von beiden etwas mitzunehmen. Das fällt auch nochmal von meiner Seite aus, bevor du gleich wieder zu atmen kommst und ich dir kurz eine Verschnaufpause gönnen konnte. Ja, gar keine Frage. Und man muss natürlich sich auch ins Bewusstsein rufen, man vergleicht hier bei diesem Chartvergleich eine Anlageklasse, die eine Historie hat von 5000 Jahren, mit einer Anlageklasse, die eine Historie hat von 12 Jahren. Und deswegen ist da eine Interpolation, Extrapolation oder wie auch immer stark zu hinterfragen. Aber die Grundfunktionen von Gold und Bitcoin, das haben wir ja auch schon häufig durchbesprochen, sind eben identisch. Und ich möchte ja eben auch vermitteln, dass man, wenn man in Kryptowährungen wie den Bitcoin investiert, dass man dann nicht in ein Hochrisiko-Investment investiert, wo man jeden Tag auf den Chart schauen muss und Angst haben muss, oh, die Volatilität fällt heute wieder um 10%, oder dass man da Angst haben muss, sondern dass man das Bewusstsein schafft, dass man in eine dezentrale Anlageklasse investiert und in ein alternatives Ausgleichssystem zu dem System, in dem wir uns sonst bewegen und das ja hoch angeschlagen ist. Das haben ja diese Fälle in den USA, diese Bankinsolvenzen gezeigt. Das hat auch der Fall der Credit Suisse gezeigt. Das haben auch die hohen Volatilitäten deutscher Bankaktien
beispielsweise in den letzten Monaten gezeigt von der Commerzbank und auch bei der Deutschen Bank. Und es geht ja noch weiter, die Credit Spreads, also die Kreditausfallversicherungen der USA, die bewegen sich auf höheren Niveaus wie zu den Hochzeiten der Finanzkrise. Also es hedgen sich, es sichern sich sehr, sehr viele Marktteilnehmer in der Tat gegen eine Insolvenz auch der USA ab. Also das zeigt ja auch, dass hier eine ganz, ganz große Unsicherheit ist. Dennoch muss man ja auch sagen, natürlich ist die Staatsverschuldung der USA mittlerweile enorm hoch. Aber wenn man nach Japan blickt, wir haben in Japan einen Staat, der liegt weit, weit über 200% Staatsverschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Also die USA sind ja eine enorm starke Volkswirtschaft und die können ihre Schuldenobergrenze, so wie sie es die letzten 100 Jahre gemacht haben, immer wieder angehoben haben, auch in den nächsten Jahren einfach immer weiter anheben. Nur, was wird die Quintessenz vom Ganzen sein? Dass eben das Kaufkraftniveau, dass eben die Kaufkraft des US-Dollars mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund dessen eben weiter erodieren wird. Und das ist wiederum das Argument in Werte wie Bitcoin, wie Gold und andere Sachwerte auch zu investieren. Und auch in Ausgleichssysteme, weil sollte in diesem Bereich doch etwas passieren, dann habe ich eben auch noch andere Anlageklassen. Und hier gibt es eben von CryptoCrunch App, das ist so eine, ja, so eine App, logischerweise, aber die haben eine super Facebook-Seite, also wenn ich da mal darauf hinweisen darf, die einfach Dinge perfekt oder super visualisieren. Also wir sind ja alles auch Zahlenmenschen und lesen immer irgendwelche Tabellen und Statistiken, aber ich finde so eine Seite wie CryptoCrunch-App, wenn man die immer mal kurz durchscrollt, also die Facebook-Seite, in erster Linie, dann bringen die immer Grafiken, wo sie bestimmte Sachverhalte immer auf den Punkt bringen. Und diese beiden Aussagen, also Bitcoin isn't about getting your money out of your country, it's about getting your country out of your money. Das finde ich was ganz, ganz Entscheidendes, weil da liegt der Kern, da liegt die Wurzel der Überlegung, warum man eigentlich in Bitcoin investiert. Weil man rausgeht aus dem Geldsystem und dieses Geldsystem ist krank. Und es muss nicht heißen, dass es kollabiert, aber wenn es kollabiert, dann habe ich eben Alternative. Und das ist eben die Grundintention für ein strategisches Bitcoin-Investment, wie wir es ja jetzt hier schon seit vielen Jahren eigentlich in diesem Kontext immer wieder ja, empfehlen als Beimischung für einen Anleger. Und zwar jetzt nicht nur für einen hochspekulativen Anleger, sondern gerade wenn ich konservativ bin, gerade wenn ich Angst habe, gerade wenn ich ein klassischer Goldanleger bin, ja, dann muss ich mich fast mit einem System wie Bitcoin befassen. Und deswegen freut es mich, dass das eben ganz, ganz offensichtlich bei immer breiteren Schichten, breiteren Massen auch ankommt. Ganz kurz, Corona-Alarm schlägt zu. Wir empfehlen natürlich gar nichts, aber wir diskutieren darüber, sprechen es an und hoffen, dass jeder selber vielleicht den Schritt gehen kann, aber empfehlen dürfen natürlich nichts. Markus, aber meine Frage an dich, wäre es für dich vielleicht möglich, dass in 100 Jahren eine Aktie nicht in Dollar, in Euro, in Yen notiert, sondern weltweit in Bitcoin gehandelt werden könnte? Einfach mal fiktiv in die Zukunft geschaut? Ja, also das wird keine 100 Jahre dauern, glaube ich. Also ich glaube schon, dass das passieren wird, weil wir natürlich auch in einem Zeitalter der De-Dollarisierung leben. Und der Dollar wird immer weiter zurückgedrängt. Darauf gehe ich nachher auch nochmal in dem Punkt ein. Also machen wir erstmal hier weiter. Aber De-Dollarisierung halten wir mal weiterhin fest. Ja, ich halte es für sehr, sehr wahrscheinlich. Ich gehe ja sowieso von der Tokenisierung der Wertpapierbörsen aus, auch von der Assetklassen. Auch dazu später mehr. Und wie dann die Konvertierungswährung sein wird, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, um jetzt deine Frage konkret zu beantworten, dass es eben Koexistenzmodelle gibt. Entweder gibt es wirklich eine Weltleitwährung oder eine neue Weltleitwährung oder einen Währungskorb, Sonderziehungsrechte, wie wir diese ja heute nennen, oder es gibt eben Parallelrechnungseinheiten, dass man das bewertet. Das kann man ja heute auch schon. Ich habe ja in den letzten Jahren, oder man sieht ja in den letzten Jahren auch, ist schon interessant, auf wie viele Tageszeitungen, Magazinen oder Internetportalen jetzt auf einmal Bitcoin oder auch Ethereum im Währungsbereich oder im Assetklassenbereich mit dazugekommen ist. Früher hat man das dort nicht gesehen. Und das zeigt ja auch schon, dass eben hier Bewertungen dahingehend oder Maßnahmen dahingehend, Tendenzen dahingehend getroffen werden und dahingehend gehen und auch ein Bedarf da ist.
Und auch der Petrodollar beispielsweise steht ja durchaus vor seiner Ablösung oder vor seiner, ja, weiteren Erosion, weil eben auch in China, in Asien beispielsweise nicht mehr gegen US-Dollar fakturiert wird, zunehmend, und auch in Ländern wie Afrika beispielsweise, sondern eben gegen Renminbi, also gegen Yuan. Also China plant eben hier seine eigene Währung als neue Weltleitwährung durchzuführen. Aber dazu später mehr. Fakt ist, keine Weltleitwährung, die es in der Geschichte jemals gab, hatte dauerhaft Bestand. Also dazu später mehr. Ja, jetzt das, was ich gerade gesagt habe zum Thema, es freut mich sehr, dass dieses Bewusstsein auch für Kryptowährungen und für Bitcoin weiter zunimmt, lässt sich eben sehr, sehr gut ablesen an der Statistik der sogenannten Holdcoiner. Also ein Holdcoiner ist eben ein Investor bzw. eine Wallet-Adresse, die mindestens einen ganzen Bitcoin hält. Und jetzt im Anfang Mai ist eben erstmals die Anzahl der Holdcoiner auf Basis von Blockchain-Auswertungen, auch von Glassnode, auf über 1 Million Wallet-Adressen gestiegen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz bedeutender Vorgang. Also über 1 Million Wallet-Adressen halten mehr als einen Bitcoin. Nochmal, insgesamt wird es eines Tages ja nur 21 Millionen Bitcoin geben. Also das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Entwicklung auch in diesem Segment, dass eben hier diese Verbreiterung der Bitcoin-Verteilung stattfindet. Ja, ich weiß, natürlich haben immer noch ganz wenige sehr viele Bitcoin. Also halten wenige Wallet-Adressen immer noch überproportional viele Bitcoin. Aber dennoch... Also Euro ist Dollar auch nicht anders wahrscheinlich. Ja, genau. Wissen wir also beide. Es ist ja auch so in der Anfangszeit von neuen Entwicklungen. Ich meine, am Anfang von Amazon hat auch Jeff Bezos am meisten Amazon-Aktien gehalten und Bill Gates bei Microsoft und so weiter. Und irgendwann hat sich diese Verteilung dann eben auch verbreitert und auf breitere Beine gestellt. Also das ist auch eben eine Entwicklung, die jetzt nicht besorgniserregend ist. Und man muss ja auch dazu sagen, viele oder einige dieser Wallet-Adressen, auch dieser großen Wale, die sind ja tot. Also die Wallet-Adressen sind tot. Die sind seit vielen Jahren nicht bewegt. Das kann man auch runterbrechen noch auf kleinere Bestandsadressen. Also viele Wallets, die größere Bestände halten, die sind seit 5 Jahren beispielsweise auch gar nicht mehr bewegt worden. Und wer weiß, ob die Wallet von Satoshi Nakamoto eben jemals wieder bewegt wird. Also es kann natürlich auch sein, dass viele dieser Wallet-Adressen, oder es ist Fakt, dass viele dieser Wallet-Adressen eben auch für immer unbewegt bleiben. Und das ist natürlich auch ein positiver Effekt. Natürlich nicht für diejenigen, die diese Bitcoins mal gehalten haben oder die Erben, die Bitcoins eigentlich haben könnten, sondern sie sind einfach verloren durch falsche Anwendungen in der Anfangsphase des Bitcoin, wo eben Bitcoin nichts wert war. Man hat mal seine Festplatte oder seinen PC weggeschmissen und so weiter, oder auch durch Unachtsamkeiten, durch Todesfälle. Also somit sind eben ja zwischen 20-25% aller je gemeinten Bitcoin auf Basis auch fundierter Schätzungen möglicherweise für immer und ewig verloren. Und das ist für all diejenigen unter uns, die eben Zugang zu ihren Bitcoin haben, die ihre Private Keys und ihre Seeds ordnungsgemäß verwahren, dazu auch nachher mehr, was ganz, ganz entscheidend ist, weil sich dadurch natürlich die Angebotsmenge nochmals reduziert. Also der Bitcoin ist nicht nur limitiert auf 21 Millionen Stück, sondern die Angebotsmenge, die in Umlauf befindliche Angebotsmenge, die ist natürlich nochmals deutlich geringer, circa um rund 20%, wenn nicht sogar bis hin zu 25%. Und das ist natürlich auch eben ein ganz, ganz positiver Effekt. Dann vielleicht mal zum nächsten Punkt. Wir hören ja immer Regulierung. Amerika geschieht einiges bei uns. Dann hört man wieder, es ist jetzt durch, bald passiert was Großes. Ich glaube, in der EU hat sich ja schon wieder was getan, was das Thema Rechtssicherheit von Kryptos angeht. Und je nachdem, von welcher Seite man drauf schaut, manche würden sagen, oh Gott, wie schrecklich. Von der breiten Masse muss man mal sagen, sobald man halt so eine rechtssichere Norm hat, können sich auch breitere Massen, auch institutionelle, auf dieses Thema ausbreiten, was ja grundsätzlich auch vorteilhaft definitiv sein kann für alle.
Ja, genau so ist es. Also, wenn du dich ans letzte Jahr noch erinnerst, da haben wir ja, glaube ich, ein paar Videos gemacht, wo wir immer haben ein bisschen beschwichtigen. Nein, es droht kein Hardware-Wallet-Verbot in der EU. Nein, es droht auch kein Bitcoin-Verbot, weil da irgendein Parlamentarier aus dem Europaparlament irgendeine Aussage getätigt hat. Das war halt eine Einzelmeinung. Also, da jetzt ein Gesetz davon ableiten oder irgendeine Angst ableiten, war einfach nicht angebracht. Weil in diesem EU-Parlament sind auch mittlerweile Lobbygruppen aus den Banken, die digitale Assets ja geradezu promoten, vertreten gewesen. Und die waren natürlich auch daran interessiert, dass eben hier eine gangbare Regelung herauskommt, die auch praktikabel ist. Und in der Krypto, also bei Kryptopuristen ist es, bei Bitcoin-Puristen ist es natürlich so, jegliches Gesetz, was abweicht von der Bibel, von Satoshi Nakamoto, also vom White Paper, mit dem Genesis, also das kommt ja auch aus der Bibel irgendwie, der Genesis-Block, der erste Block. Manchmal kommt mir das vor, als wäre das White Paper die Bibel. Alles, was abweicht, wird abgelehnt. Und das wird eben nicht funktionieren. Also technologisch ja, aber regulatorisch, juristisch eben nicht. Und irgendwo braucht jeder Bitcoiner auch eine Schnittstelle ins Bankensystem. Und ich kann mich noch so oft Topic im System on-chain bewegen. Irgendwann wird die Schnittstelle kommen. Und die unregulierten Schnittstellen, die werden ausgedünnt, die werden immer weniger. Und faktisch habe ich in Europa oder in westlichen Ländern keine unregulierten Schnittstellen mehr. Außer ich bin bei einem Anbieter, der dann hochdubios ist und laufe dann da Gefahr, dass mich der Anbieter, weil er vollkommen unreguliert ist, eben entweder betrügt oder in Missmanagement gerät und ich meine Kryptowährungen dadurch verliere. Deswegen nochmals eben der Appell, sucht euch Schnittstellen, die reguliert sind und nicht irgendwelche Kryptobörsen jetzt aus Sorge vor dieser MiCA-Regulierung auf den Seychellen oder sonst wo. Interessant ist ja, dass aufgrund dieser MiCA-Regulierung jetzt auf einmal Anbieter wie OKX beispielsweise, also eine ganz, ganz bedeutende Kryptobörse, nicht so bedeutend wie Binance, aber im asiatischen Raum eine ganz, ganz bedeutende Kryptobörse, jetzt auf einmal plant, eine Lizenz in Frankreich zu beantragen. Das heißt, oder auch BitMEX hat mal versucht, eine deutsche Bank zu übernehmen, die jetzt auf Kryptowährungen spezialisiert hat. Bankhaus von der Heide, das wurde dann von der BaFin eben abgelehnt. Aber diese ausländischen Kryptobörsen versuchen jetzt eben in den regulierten Rahmen zu schlüpfen. Warum? Weil hier eben Rechtssicherheit besteht und weil sie ansonsten langfristig ihr Geschäftsmodell überhaupt nicht mehr betreiben können. Auch Binance ist natürlich jetzt hier in Deutschland schon länger dabei oder in Europa eine Zulassung zu beantragen, wird aber natürlich schwer aufgrund deren Struktur. Und es gibt mittlerweile ganz, ganz interessante Entwicklungen auch, wie aktuell Coinbase, also die bedeutendste US-Kryptobörse, schließt auf einmal eine Kooperation mit Bitpanda aus Österreich, also eine der größten Kryptobörsen mit der höchsten Regulierung hier in Europa. Warum? Ja, weil Coinbase natürlich auch vorbaut, zu sagen, ja, wenn das in den USA regulatorisch jetzt nicht besser wird, ja, dann gehen wir einfach ins Ausland. Warum sollen wir dann nicht auch unseren Geschäftssitz ins Ausland verlagern? Das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes auch für Investoren, dass man eben sieht, aha, Europa hat jetzt mit dieser MiCA-Regulierung einen idealen Nährboden gelegt, dass wir hier eben auch innovative Unternehmen und Unternehmer, kreative Unternehmer, also ja, intelligente Köpfe zu uns locken können. Und das finde ich etwas ganz Positives. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, beispielsweise, jetzt wird ja alles überwacht, weil jetzt diese Travel Rule zur Anwendung kommt. Diese Travel Rule, also wenn man sich jetzt, also diese Funds of Funds Verordnung oder wie immer man das jetzt nennt, es ist eben so, Kryptobörsen werden in der Zukunft ja nicht nur Dokumentationspflichten haben, sondern auch Meldepflichten. Das ist für mich relativ, ja, so sicher wie das Amen in der Kirche, also regulierte Kryptobörsen. Und daran wird man sich nicht verschließen dürfen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sowohl strukturell, strategisch alles sauber organisiert über lizenzierte Anbieter und natürlich auch die steuerlichen Implikationen beachtet. Also wenn ich jetzt steuerlich vogelwild unterwegs bin und glaube, ich bin ja eh im Kryptobereich, interessiert keinen, dann wird es in den kommenden Jahren
ein ganz, ganz böses Erwachen für diejenigen geben, die jetzt eben ihren Wohnsitz in Deutschland, in Europa haben. Wenn ich natürlich einen Wohnsitz in einem Land habe, wo Kryptowährungen nicht besteuert worden, ist es egal. Aber wenn ich jetzt hier bin eben, und dann muss ich mich an das Steuerregime halten und ich muss nochmal daran appellieren, bitte das Ganze eben nicht zu vernachlässigen. Ich glaube, Vorteil der Blockchain ist halt, dass nicht so leicht irgendwas vergessen wird und dementsprechend, wenn der Nutzen für Steuerbehörden groß genug ist, kann man da auch ganz schön viel herausfinden und dadurch, dass eben die Schnittstellen, wie vorhin angesprochen wurde, zwischen Echtgeld und Kryptos halt jetzt sehr, sehr detailliert ersichtlich sind, wo die Gelder fließen, ist wirklich der Ansatz, überall natürlich Steuerlichkeit, aber hier muss keiner denken, ist ja digital, in der Blockchain total anonym und geheim. Ich glaube auch, da wird man definitiv blaues Wunder erleben, wenn man sich nicht daran hält und hier wirklich sauber dokumentiert. Auch wenn es erstmal nur Kleinbeträge jetzt sind, jetzt schon anfangen zu dokumentieren, weil man weiß, was in 5 Jahren aus diesen Werten wird. Dann stand jetzt nach 5 Jahren in Deutschland gut, in Österreich, wir wissen es ja, die haben anderes Steuergesetz, aber trotz allem sollte man vielleicht auch dann, wenn man in 5 Jahren was mit 5 Jahren Haltefrist mit Gewinn verkauft hat, vielleicht im Finanzamt trotzdem angeben, dass die nicht verwundert sind, wenn man plötzlich riesen Geldbeträge durch die Gegend geschoben werden. Ich glaube, auch da macht es Sinn. Und wie siehst du das? Verkaufen mit Gewinn nach 3 Jahren Haltefrist trotzdem melden im Finanzamt? Nein, ist nicht meldepflichtig. Wir haben ja viele Schweizer, Österreicher Zuschauer. Also deutsches Steuerrecht in der Kryptowährung nach 1 Jahr Haltefrist steuerfrei. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, keine steuerliche Beratung, weil du das vorher gesagt hast, keine Anlageberatung, bin ja kein Steuerberater, aber ich habe natürlich sehr gute Krypto-Steuerfachleute in meinem Netzwerk. Punkt ist der, man muss eigentlich in Deutschland 2 Dinge beachten, grundlegende Dinge steuerlicherseits. Einmal das Welteinkommensprinzip und zum Zweiten das strenge Zuflussprinzip. Das Welteinkommensprinzip heißt, wenn ich eben in Deutschland meinen steuerlichen Wohnsitz habe und ich machen Gewinn auf einer Kryptobörse in Hongkong oder mit einer Beteiligung in den USA oder irgendwo auf dieser Welt, dann bin ich eben in Deutschland steuerpflichtig und muss das eben deklarieren. Und dann gilt eben das strenge Zuflussprinzip. Das heißt, wenn ich einen steuerrechtlichen Zufluss, egal wo auf dieser Welt, realisiere, dann ist er eben auch deklarationspflichtig. Und das Steuerrecht im Kryptowährungsbereich ist eben so, dass nach einer Haltefrist von 1 Jahr, 365 Tage bei Investitionen in echte Blockchain-basierte Kryptowährungen, also nicht irgendwelche Derivate, Fonds, Finanzprodukte, dass dann eben eine Steuerfreiheit da ist. Und deswegen muss ich das dem Finanzamt nicht melden. Dennoch ist es das, was du gesagt hast, ja wichtig, eine Dokumentation zu Hause zu haben, nicht zwingend für das Finanzamt, lässt sich auch in der Blockchain nachvollziehen, sondern für die Kryptobörse, weil was ich in letzter Zeit sehe, und zwar massenhaft, es vergeht keine Woche, wo da nicht eine dramatische Anfrage kommt, ist, dass die Konten blockiert werden bei Kryptobörsen, weil eine Auszahlung erfolgt. Also es ist ganz einfach so, die MiCA-Verordnung wurde jetzt natürlich umgesetzt und hier orientieren sich natürlich alle Kryptobörsen an dieser Verordnung und teilweise sind ja noch Unschärfen auch vorhanden, aber ich stelle eben fest, dass viele Kryptobörsen die Regelungen noch viel strenger auslegen, als sie eigentlich gesetzlich ausgelegt werden müssten. Warum? Weil die Kryptobörsen, was auch verständlich ist, vermeiden möchten, dass sie auch nur irgendwie Probleme mit den Aufsichtsbehörden bekommen. Also ich mache lieber was strenger, als ich muss, damit ich auf der sicheren Seite bin, bevor ich mit der BaFin, mit der FMA, mit dem Bundesfinanzministerium, mit der Bundesbank oder sonst jemand mit einer Behörde eben Probleme bekomme. Und die Thematik Mittelherkunftsnachweis, das ist ja mittlerweile ein Schlagwort, wo mittlerweile in meinen E-Mails sehr, sehr häufig eben auftritt. Und jetzt ist es eben so, also man hat, es gibt da eben Investoren, die haben seit 6 Jahren bei Binance rauf und runter getradet und bei Binance gibt es ja keine direkte Schnittstelle mehr ins Fiat-System. Also ich kann da nicht mehr mit der Kreditkarte auszahlen oder eine SEPA-Banküberweisung machen, jetzt aus Deutschland heraus, weil das eben gekappt wurde, weil Binance keine Zulassungen hat. Jetzt machen die Anleger eben Folgendes, die switchen um in den Stablecoin, meistens Tether, den USDT, und übertragen den dann zu einer Kryptobörse, wo sie eine Fiat-Schnittstelle haben, also wo sie eine Anbindung an ihr Bankkonto oder an ihre Kreditkarte haben. Ja, jetzt kommt da eine Tether-Übertrag zu dieser Kryptobörse und bumm, ist das Konto gesperrt. Und dann muss erstmal ein Mittelherkunftsnachweis erbracht werden. Und dann muss man das bei Binance, also die Binance-Dokumentation einreichen. Und das ist ein
wahnsinniger, also es ist ein wahnsinniger Aufwand, und da gibt es natürlich auch dramatische Fälle. Die Leute sind dann sauer auf die Kryptobörsen. Die Kryptobörsen sagen aber, ja, Moment mal, das sind ja die gesetzlichen Regelungen, und deswegen ist das ja bei euch zum Beispiel der Vorteil, ihr habt ja keine Tether oder Stablecoins oder Ähnliches. Das heißt, ihr habt Fiat in, Fiat out oder eben Krypto in, Krypto out. Und das ist eben ein relativ sauberer Weg. Und alles andere oder viele andere Dinge führen eben häufig zu Problemen. Und deswegen muss man sich dessen auch bewusst sein. Und auch derjenige, der heute noch rein im Kryptospace herumtradet, bei irgendeiner Offshore-Kryptobörse, der sollte sich auch heute schon mal bewusst machen, wie cash ich denn eines Tages aus und wo cash ich denn eines Tages aus. Und dass ich jetzt hier offshore irgendwie auscache, das wird auch schon immer schwieriger. Und deswegen ist es doch wichtig, das frühzeitig sauber zu dokumentieren, dass ich nicht an dem Tag, wo ich dann mal Geld brauche und eine Auszahlung veranlasse, dass mir dann mein Konto gesperrt wird. Und nochmals, das sind keine Einzelfälle. Das sind so viele Fälle, die ich da sehe, gerade auch in der letzten Zeit, wo ich eben gesagt habe, schaut bitte, dass ihr eure Funds von Binance wegbekommt, weil eben hier der regulatorische Status fragwürdig ist. Aber je früher man das Ganze eben sich strukturiert, desto besser. Und auch in anderen Bereichen ist es so. Ich habe natürlich auch viele oder einige mittlerweile leider Todesfälle eben gesehen. Und es ist eben ein Unterschied, ob jetzt ein Wallet-Inhaber bei Bison verstirbt oder bei Binance. Ich will jetzt da nicht immer Binance schlecht machen, aber es ist halt ein anderer Rechtsraum. Bei Bison ist es eben so, da kommt man halt mit dem Eröffnungsprotokoll beziehungsweise mit dem Testament, und dann geht das Ganze im deutschsprachigen Raum also seinen geordneten Weg, und das Ganze kann eben im Zuge des Nachlasses der Erbfolge eben übertragen werden. Jetzt macht man mal sowas bei Binance. Das funktioniert nicht. Also ich habe viele Fälle gesehen, es funktioniert einfach nicht. Und da muss man dann mit Anwälten vorgehen eben, dann funktioniert es. Aber das ist auch ein riesiger Aufwand und kostet natürlich auch enorm viel Geld. Und deswegen, ich fühle mich eben am wohlsten in dem Segment bei regulierten Anbietern. Ich weiß aber, dass in diesem Crypto-Space eben sehr, sehr viele unterwegs sind, die gerade das Gegenteil präferieren. Die wollen nicht den Staat, das Finanzamt. Die haben in Bitcoin investiert, damit sie komplett aus dem System sind. Und das ist eben, das bringt Probleme mit sich. Und die können teilweise ja sogar existenzieller Natur dahingehend sein. Nicht nur, dass es strafrechtliche Folgen haben kann, sondern dass man eben, wenn man ans Geld rankommen will, überhaupt nicht ans Geld rankommt. Und deswegen einfach die Zugänge sauber gestalten, mit der Kryptobörse auch kommunizieren, Mittelherkunftsnachweise möglichst frühzeitig einreichen, das Ganze auch mal versuchen, wenn man jetzt seinen Ledger seit 5 Jahren nicht mehr bewegt hat, ja mal was vom Ledger mal wieder runterziehen auf die Kryptobörse, eine Testauszahlung machen und schauen, was kommt von der Kryptobörse. Da kommt mit Sicherheit erstmal Mittelherkunftsnachweisanforderung. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass einige Bitcoin-Hardcore-Puristen jetzt schreiben, ja, dafür gibt es das Lightning Network, da kann ich meine Zahlung alle so machen, und es gibt schon viele Läden, die es annehmen. Aber da ist ja auch so, ja, ein Kaffee zahlen mit Lightning oder eine Zeitschrift, in kleineren Beträgen geht es ja, aber das Lightning Network ist auch nicht dafür aufgebaut, größere Zahlungen, also in größeren halben Bitcoin vorzunehmen, weil dafür das Netzwerk noch gar nicht aufgebaut ist. Also auch das ist, glaube ich, nicht so das Heilmittel, was viele vielleicht sich erhoffen, zumindest statt meiner Meinung nach aktuell noch nicht, oder? Nein, und es ist ja auch so, auch Lightning Wallets, da hat auch ein Anbieter mittlerweile die Segel gestrichen. Warum? Weil der regulatorische Druck eben enorm geworden ist. Beim Lightning Network ist es ja so, also für mich ist es kein Allheilmittel. Für mich, ich finde es eine gute Second Layer Lösung für den Bitcoin, für Micropayments, um eben einen Kaffee oder etwas zu zahlen. Hat absolut seine Berechtigung. Aber den Trend, den ich jetzt im Lightning Network eben sehe, und den finde ich gut, ist, dass regulierte Kryptobörsen mittlerweile Lightning implementieren. Dass man eben dann bei einer regulierten Kryptobörse auch eine Lightning Wallet hat. Dass man beides praktisch so eine All-in-One-Lösung hat, aber nicht irgendein Exit-System, um am anderen System vorbei zu laufen. Und die Entwicklungen sind ja auch total kurios, wie das von den Medien beispielsweise bewertet wird. Vor einiger Zeit war es eben noch so, oder auch nach wie vor, es gibt sehr viele Berichte, da steht eben drin, Terroristen nutzen Bitcoin, weil es anonym ist, weil es eben ja so eine Terroristenwährung ist. Und
Vor kurzem habe ich jetzt eben einen Artikel gelesen, zu den Taliban war der, glaube ich. Da war ein Artikel in der deutschen Zeitung, da stand, nicht mal mehr Terroristen nutzen den Bitcoin, weil er zu transparent ist. Also, ja, was jetzt? Also, was jetzt? Ist es jetzt? Also, wenn man gegenüber Kryptowährungen und Bitcoin negativ eingestellt ist, dann kann passieren, was will. Man wird immer, wenn man so eingestellt ist, negative Berichte schreiben. Aber Fakt ist der, ich finde den Bericht sogar belastbar. Weil, wenn ich Terrorist bin, also wenn ich Terrorist wäre, ja, da gibt's, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt mit Kryptowährungen machen würde. Es gibt andere Möglichkeiten. Also das ist ein Mythos, dass Geldwäsche über Kryptowährungen betrieben wird. Und es gab auch tolle Fernsehberichte in der letzten Zeit, dass die Mafia eben das meiste, die italienische Mafia, ihr Geld wäscht in Deutschland über ganz normale deutsche Banken, über Strukturen, über Friseursalons, über Pizzerien und so weiter, also auch chinesische Mafia und so weiter. Also hier liegt eben ein Nährboden im konventionellen System, weil wir eben keine Bargeldobergrenzen haben in Deutschland in Relation zu vielen anderen Ländern. Also für Geldwäsche ist das konventionelle System in Deutschland, man kann fast sagen, ein Schlaraffenland. Und dann immer den Bitcoin zu diskreditieren, das wäre irgendwas für Kriminelle oder auch mit dem Lightning Network, ja, wer zahlt jetzt einen Kaffee aus Geldwäsche-Gesichtspunkten oder ähnliches? Das Verrückte ist, erst ab 1. April darf man nicht mehr mit Bargeld eine Immobilie in Deutschland kaufen. Bis zu dem Zeitpunkt haben wirklich genau diese Strukturen, die du gerade genannt hast, ihren Koffer mit Geld auf den Tisch gestellt und sich ein Mehrfamilienhaus gekauft und das Geld war theoretisch gewaschen. Das hat man seit diesem Jahr jetzt mal abgeschafft, aber genau das, was du ansprichst, Bargeld ist wahrscheinlich immer noch das Mittel, was am leichtesten, wenn man jetzt keine Hilfestellung leistet, aber leichtesten für sowas eingesetzt wird bei vielen Leuten aktuell noch, ganz klar. Absolut. Und momentan muss man ja auch sagen, also wer jetzt konventionelle Bitcoin-Blockchain-Verzahlungsvorgänge von kleineren Beträgen nutzt, ja, der ist ja sowieso nicht besonders intelligent, weil durch diesen ganzen Meme-Coin-Hype, also durch diese Token wie PPR und so weiter, sind natürlich die Fees auf der Bitcoin-Blockchain exorbitant angestiegen. Und ich kann nur mal von mir selber sprechen, ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt, ich habe meine erste Bitcoin-Transaktion 2015 in Kanada getätigt und habe damals mich total gefreut und habe in Kanada, weil dort die Adaption schon sehr, sehr weit fortgeschritten war, enorm viel in Bitcoin gezahlt. Aus heutiger Sicht würde ich jeden Bitcoin, den ich damals ausgegeben habe, gerne wieder zurückhaben auf meiner Wallet. Und auch heute, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Bitcoin gekauft habe und verkauft eh nicht, aber Jahre her. Aber ich habe gar keinen Bedarf jetzt mit Kryptowährungen irgendwo zu zahlen, weil ich gebe doch meine schlechten Euro aus über meine Karte oder über meine Mobile Payment Funktion. Ich habe gar keinen Bedarf jetzt irgendwo mit Lightning zahlen zu wollen, weil gibt es für mich gar keine Veranlassung. Und wenn ich es wirklich will, gibt es ja Transformationsprodukte. Also es gibt ja Krypto-Kreditkarten, wo ich dann über meine App auf dem Smartphone eben ansteuern kann, will ich jetzt meine Ethereum verkaufen oder Bitcoin oder irgendeine andere Kryptowährung und die konvertieren an der Tankstelle oder wo immer auch ich bin in Kryptowährung. Will ich aber auch nicht. Warum denn? Also ich habe überhaupt keinen Bedarf, den Bitcoin derzeit als Zahlungsinstrument einzusetzen. Klar, wenn ich jetzt in einem Land wie El Salvador, in Asien, in Afrika, in Südamerika wohnen würde oder in der Türkei, also in Ländern mit Problemen, massiven Problemen, auch im gesamten gesellschaftlichen Ökosystem und in der Volkswirtschaft, würde ich das natürlich anders beurteilen. Aber solange meine Kreditkarte funktioniert, alles perfekt, gebe ich meine schlechten Euro sehr, sehr gerne aus. Und sollte was im System passieren, weiß ich, ich habe ein Backup-System, Store of Value. Deswegen investiere ich eben in Kryptowährungen. So, bevor wir jetzt vielleicht mal weltweit die Regulatoren am Schluss von der Grafik anschauen, ich sehe schon, du bist wirklich Crypto-Crunch-Fan. Eine Frage mal konkret nochmal zum Thema Mika und europäische Regulierung, also alle da draußen. Deine Meinung ist ja ganz klar, an sich könnte sich für Europa hier strenge Regulierung in den USA, bei uns eine saubere Regulierung, die auch von Kryptobörsen in den USA durchaus positiv angesehen wird, für die europäische, sag ich mal, Industrie sogar ein positiver Effekt daraus werden, dass wir nicht wie sonst immer wieder in Europa sehen, die Technologie fließt von uns ab nach Amerika, sondern wir vielleicht damit auch ein bisschen mal eine Fackel hochhalten könnten und die Industrie in Europa ansiedeln sich könnte? Genau so ist es. Und zum Thema strenge Regulierung in den USA, es ist ja keine strenge Regulierung. Man muss sich mal vorstellen, was in den USA passiert. Also da gibt es
Leute wie Gary Gensler, also der Chef der SEC, und der haut dann einfach aus der Hüfte raus, Bitcoin ist Commodity, alles andere ist Security. Wo man sich dann immer fragt, Moment mal, warum soll denn das ein Rohstoff sein? Also das lässt sich mal schon bewerten. Und es gibt ja selbst die Handelskammern in den USA, die mittlerweile sagen, die SEC, die schadet uns ja selber. Und jetzt geht es ja so weit, dass mittlerweile Coinbase gegen ihre eigene Aufsichtsbehörde klagt. Und zwar jetzt nicht gegen eine Entscheidung, sondern dass es keine Regulierung gibt. Sondern Coinbase sagt, passt auf, wir würden uns ja gerne an die geltenden Regeln halten. Aber ihr müsst uns einen Regulierungsrahmen vorgeben. Ihr müsst sagen, was gilt. Und das hat ja Europa perfekt gemacht mit der MiCA-Verordnung. Man kann immer bestimmte Teilbereiche kritisieren, aber Europa hat es hervorragend gemacht und ganz besonders toll hat es gemacht Deutschland. Dazu nachher auch mehr mit dem Kryptowertpapierregister beispielsweise. Die BaFin hat eine klare Regelung gemacht, auch mit der Kryptoverwahrlizenz. Also was braucht man denn, um in diesem Kryptospace tätig zu werden? Und ich habe dann klare Anforderungen. Ob ich es dann schaffe, diese Anforderungen zu erfüllen, das liegt an mir. Aber in Coinbase sitzen, bei Coinbase in den USA, da sitzen halt die Juristen da und sagen, ja gut, wir bekommen eine Klage von der SEC, aber wir haben ja gar keine Regeln von der SEC. Also das ist wie wenn ich auf der Autobahn mit 200 fahre, aber es gibt da gar keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Und dann kommt jemand und sagt, du bist zu schnell gefahren. Also ich muss doch ein Gesetz haben, ich muss doch eine Regel haben, an der ich mich orientiere. Halte ich die Regel ein, alles gut. Verstoße ich die Regel, dann kann eine Sanktion kommen. Aber ich kann doch nicht meine eigene Industrie sanktionieren, ohne dass ich selber einen Gesetzesrahmen überhaupt vorgebe. Das ist eben das, was in den USA massiv zu kritisieren gilt. Und es wird ja auch kritisiert. Und das führt jetzt eben dazu, dass eben Coinbase in Europa sich praktisch unter das Dach der EU, der MiCA-Regulierung, ja, flüchtet und sich auch überlegt, vielleicht seinen Standort sogar komplett aus den USA zu verlagern. Und das wäre ein Aderlass, den sich die USA in dieser Form aus meiner Sicht eben nicht leisten können. Da wird auch der Druck weiter zunehmen, gerade auf die SEC, gerade auch auf Gary Gensler. Nochmals, ich finde es sehr gut, dass man Leitplanken vorgibt, um solche Skandale wie FTX in der Zukunft zu verhindern. Aber wir haben doch in Europa die Fälle, wo auch eben Unternehmen in Insolvenz gegangen sind, Nuri beispielsweise, also eine Kryptobörse mit Sitz in Deutschland, früher Bitwala. Was ist da passiert für Anleger, die dort ein Bitcoin- und Ethereum-Konto hatten, ja, oder ein Geldkonto hatten? Es wurde alles ausgesondert. Es ist überhaupt nichts passiert. Klar, diejenigen, die ein Ertragskonto hatten, also Lending-Dienstleistungen in Anspruch genommen haben über Celsius, das ist eine andere Schiene. Die haben ihre Bitcoin verliehen. Das macht man nicht. Man verleiht kein Gold, man verleiht keine Bitcoin, beziehungsweise wenn man ein Kreditgeschäft selber betreiben will, ja, dann muss man sich eben den Risiken auch bewusst sein. Aber dieser Regulierungsrahmen in Europa, der ist absolut super. Und deswegen finde ich diese Kritik aus der Krypto-Community eben nicht gerechtfertigt. Klar, es ist jetzt so, diese Fund-of-Funds-Verordnung, also diese Travel-Rule, besagt eben, dass Empfänger und Absender auch bei Kryptowährungen ab 1.000 Euro in Zukunft zu verifizieren sind. Ja, aber das ist ja eine Regelung, die gibt es im Geldsystem schon seit 2012. Also es wird jetzt nichts verboten oder was gravierend schlecht gemacht im Kryptobereich, sondern für mich ist es ein Ritterschlag. Das, was im konventionellen System gilt, wird jetzt übergestülpt über das, was im Kryptosystem dann in Zukunft gilt. Das heißt, man holt dieses aus der unseriösen Schmuddelecke irgendwo bei Geldwäsche und so weiter heraus in das geordnete System. Und das wird der Grundlage sein und der Nährboden, dass wir hier Wachstum in Europa sehen werden und andere Länder sich das Ganze eben auch zum Vorbild nehmen können. Okay, vielleicht mal ganz kurz die Grafik nochmal zukommen lassen, dass wir mal weltweit einen Überblick haben. Wie sieht es denn aus mit Krypto? Wo darf man denn theoretisch oder wo sind sie zugelassen, wo es noch nicht wirklich reguliert und wo ist vielleicht sogar ein gewisses Verbotsmandat dagegen auch ausgesprochen worden? Das sieht man ganz klar. Amerika, der amerikanische Kontinent insgesamt relativ gut. Da gibt es aber ein paar weiße Flecken, wo sich noch keiner mit beschäftigt hat. Europa, dank MiCA relativ genau, aber in Afrika und Asien sieht es da schon ein bisschen anders aus.
Genau. Aber ich meine, die Grafik ist natürlich so, Russland ist so ein Riesenland, also das Gelbe da oben oder das Orange da oben, deswegen macht das natürlich auch viel aus. Also Pakistan hat jetzt auch ein ganz gravierendes Verbot eben noch durchgeführt, also das müsste man auch noch rot eben einführen, weil die gravierende Probleme haben. Aber von den großen Volkswirtschaften sind eben China und Indien hier zu nennen. Und in Indien muss man mittlerweile sagen, in Indien kann es ja schlimmer nicht mehr werden. Und man hat ja auch gesehen, was hat man damals bei dem Mining-Verbot alles an die Wand gemalt? Jetzt bricht alles zusammen und so weiter. Ja, Geld ist ein scheues Reh und digitale Währungen sind noch ein scheueres Reh. Das heißt, die Miner haben einfach ihren Sitz verlagert. Die haben ihre Geräte in anderen Ländern wieder aufgebaut, wo es besser ist. Und für China gilt ja fast schon das Gleiche wie für die USA. Wenn die nicht aufpassen, dann verlieren sie hier den Anschluss an eine Zukunftstechnologie. Und natürlich haben sie das eigene Interesse, dass sie ihre eigenen CBDCs, also ihre eigenen Central Bank Digital Currencies, den E-Yuan oder den E-Renminbi, wie immer man das dann nennen mag, eben durchsetzen möchten. Aber ich bin davon überzeugt, und das zeigen sich derzeit schon erste Signale, dass in China auch eine Liberalisierung, jetzt eine Öffnung im Bereich der Kryptowährungen erfolgen könnte. Schlechter kann es nicht werden. Also es kann hier nur besser werden. Und bei China eine Lockerung, das würde nochmal in Kryptowährungen, also den Kryptomärkten auch nochmal einen ordentlichen Schub geben. Und dann ist es eben so, klar, es gibt jetzt vereinzelte Länder oder Entwicklungen. Aktuell haben wir so eine Entwicklung beispielsweise in Indonesien, in Bali. In Bali, die haben da so eine Verordnung jetzt herausgegeben, wo man auch Touristen warnt, dass man eben Kryptowährungen nicht mehr von den Zahlungsverkehr nutzen kann. Man kann sie zu Anlagezwecke nutzen. Die Strafen sind enorm, bis zu 5 Jahren Gefängnis oder was ich da gelesen habe. Also ja, weiß jetzt auch nicht, was mit sowas jetzt im Prinzip bezweckt werden sollte. Sind halt immer relativ komische Maßnahmen. Aber diese Länder, wo jetzt Kryptowährungen eben komplett verboten sind, die sind eben ja jetzt vernachlässigbar volkswirtschaftlich, wie gesagt, mit Ausnahme selbstverständlich von China, wo es aber eben nur besser werden kann. Wichtig für uns ist aber eben, ja, Europa ist eine grüne Insel. Ein grüner, und genau das Gleiche gilt natürlich auch für Nordamerika und auch in weiten Teilen Südamerikas, Australien auch. Also deswegen, die Kryptowährungen sind schon sehr, sehr reguliert und ich bin davon überzeugt, dass eben dieser Druck, dass man innovative, liberale, aber rechtssichere Strukturen schaffen muss, gerade als große Volkswirtschaft enorm zunehmen wird. Wenn ich so ein gefallener Staat bin, Zimbabwe oder Nigeria, ja, dann laufe ich eben in totalitären Systemen eher Gefahr zu sagen, nee, ich verbiete gleich alles, weil ich halt so große Probleme habe. Aber tendenziell sind wir auch in der regulatorischen Bereich auf einem ganz, ganz hervorragenden Weg. Und diese Mika-Regulierung, diese regulatorischen Entwicklungen in Europa, die sind als ganz, ganz wichtig und richtig zu werten, auch wegweisend für die gesamte Welt. Jetzt bin ich gespannt. Du hast vorher schon gesagt, okay, wir bleiben mal im grünen Bereich Europa und zoomen jetzt mal auf Deutschland herein, weil du gemeint hast ja, dass Deutschland, was das Thema Tokenisierung angeht, schon relativ gute Wege beschreitet. Und es ist immer mal schön, wenn wir hören, wir machen irgendwas mal richtig. Deswegen bin ich mal gespannt, was sich da so in letzter Zeit getan hat, warum du so euphorisch für Tokenisierung und Standort Deutschland bist. Ja, also bei mir schließt sich da mal so ein bisschen ein Kreis. Ich war ja in meinem früheren Leben mal, habe ich ja auch Banken gearbeitet, habe mal lange Jahre in Österreich, in Liechtenstein, Schweiz mal einen Wertpapierhandel beispielsweise geleitet und bin dann nach meiner Zeit im Wertpapierhandel mal fast drei Jahre gewechselt ins Treasury und habe da in der Bank eben Bilanzstrukturmanagement gemacht, Zinselastizitäten berechnet, Aktiv-Passiv-Management, das Depot A verwaltet von der Bank. Und das war eine Zeit, wo mathematisch natürlich für mich sehr, sehr wichtig war. Also ich habe da enorm viel gelernt, aber ich möchte in diese Zeit nie wieder zurück, weil wenn man in der Früh hingeht und ein Excel-Sheet aufmacht und irgendwelche Berechnungen macht und am Abend wieder heimgeht, also nach den 3 Jahren war ich auch fertig und ich wollte einfach wieder mit Menschen zu tun haben und nicht nur mit Zahlen. Aber ich habe da enorm viel eben gelernt, wie wichtig eben auch ja, Finanzierung, Fristentransformation und Ähnliches ist. Und das, wie wichtig das ist, das hat ja jetzt gerade der Fall oder die Fälle gezeigt.
Silicon Valley Bank beispielsweise. Also ich weiß nicht, wer da im Treasury gesessen ist. Wir haben damals im Treasury eben alle 3 Monate Zinsprognosen eben müssen machen, Szenarien berechnen und schauen müssen, wie sind eben unsere Einlagen und unsere Anlagen, also unsere Einlagen von den Kunden und unsere Eigenanlagen ausgerichtet auf weitere Zinssenkungen oder unter Umständen auch Zinserhöhungen. Und wir haben auch immer natürlich Stresstests durchgerechnet, was passiert, wenn jetzt der Zins massiv steigt. War damals auch jetzt nicht so besonders, also die Volatilitäten waren jetzt nicht besonders hoch. Aber nehmen wir nur Silicon Valley Bank, die haben eben ja Gelder hereinbekommen bzw. Gelder ausgeliehen an ihre Technologiekonten überwiegend, und die Gelder, die sie veranlagt haben, die haben sie aufgrund des Nullzinsniveaus eben in langlaufende US-Staatsanleihen gepackt. Dann Kriegsausbruch in der Ukraine, die Zinsen sind explodiert, die Anleihenkurse sind gefallen, die Kunden haben Geld gebraucht, die Anleihen hat man müssen verkaufen unter Einstandswert, es war nicht genügend Eigenkapital mehr da und die Bank ist pleite. Das ist verfehltes Anlagerisikomanagement im Treasury. Und das kann man eben aussteuern, eben durch ja, Aktiv-Passiv-Management. Und das wird in der Zukunft eben auch verstärkt über die Blockchain stattfinden. Und das ist eben der beste Beleg, diese Grafik. WebEx, ein ganz tolles Unternehmen, das immer ganz, ganz hervorragende Zahlen und auch Grafiken veröffentlicht, die aber jetzt im Crypto-Space keinen interessieren. Das ist immer mein Eindruck. Wenn man schaut halt, was gibt es an neuen PP-Coin oder was gibt es jetzt da wieder von Coin oder... Also die einen schauen immer auf alle möglichen Hype-Coins, die anderen, die Bitcoin-Puristen, die schauen nur auf den Bitcoin, was gibt es an Bitcoin. Also jeder lebt da irgendwo in seinem Tunnel, und deswegen finde ich es ganz gut, wenn man mal ein bisschen breiter auch über das Ganze drüber schaut. Also in Deutschland hat die BaFin schon im Jahr 2020 eben ein sogenanntes Krypto-Wertpapier-Register auf den Weg gebracht. Das sind eben Anleihen, die dann eben auf der Blockchain in Form von Token eben emittiert werden können als Kryptowertpapiere. Und dieser Trend, der wird weitergehen. In Zukunft wird es dann eben auch Kryptoaktien und so weiter geben. Und das wurden eben jetzt schon im November 2021 hat die DK Bank beispielsweise 2 Anleihen damals emittiert über die Blockchain. Und interessanterweise ist es jetzt eben so, dass im ersten Quartal 2023 Kryptowertpapiere im Volumen von mindestens 150 Millionen Euro emittiert worden sind. Und das ist natürlich schon mal für ein Quartal, nur für Deutschland, nur Kryptowertpapiere, eine ganz, ganz bedeutende Summe. Und die Settlement-Zeit und auch die Kosten reduzieren sich dadurch eben ganz, ganz enorm. Und das ist eben auch was ganz, ganz Entscheidendes. Du kannst ja vielleicht da nachher was dazu sagen, für euch auch als Börse. Ihr werdet in Zukunft auch natürlich auf diese Dinge Wert legen müssen, weil Kryptobörsen ja auch in diese klassischen Börsen immer mehr vorstoßen und Banken auch in diese Segmente. Deswegen sind es ganz, ganz wichtige Entwicklungen. Und interessant ist eben, dass die größte Emission jetzt im ersten Quartal 2023 von einem Unternehmen kommt, das wir auch alle kennen, nämlich ein altehrwürdiger DAX-Konzern, nämlich Siemens. Also die haben eben das größte Volumen, 68 Millionen allein waren das, glaube ich, eine Anlage. Bin mir jetzt nicht ganz sicher vom Volumen, aber jedenfalls sehr, sehr viel Volumen von diesen 150 Millionen insgesamt emittiert über die Blockchain von Polygon. Also auch wieder was ganz, ganz Interessantes, dass eben also Konzerne, DAX-Konzerne, auch Blockchains nutzen, die nicht nur Ethereum heißen. Und das sieht man ja auch, dass Blockchain-Anwendungen hier auf eine Nachfrage treffen. Also GreenRock Energy, die zweitgrößte Emission, hat eben übrigens auch die Blockchain von Polygon genutzt. Viele der anderen Emissionen basieren auf der Blockchain von Ethereum. Das heißt, diese Tokenisierung, ich habe ja dazu sogar ein Buch geschrieben, Cryptonomics, also von der Digitalisierung zur Tokenisierung der Welt, die wird auch weitergehen. Mit dem Krypto-Wertpapierregister zeigt sich, wie wichtig es ist, hier einen regulatorischen Rahmen zu schaffen, weil dadurch Nachfrage entsteht. Und diese Nachfrage steht für mich eben außer Frage. Und es gibt eben ja, Analysen dahingehend, dass bis ins Jahr 2026 bereits 34% des Gesamtvolumens an
Anleihen hier im deutschen Raum über Kryptowertpapiere dargestellt worden. Also 2026 bereits 34%, also ein Drittel aller emittierten Wertpapiere, wären dann bereits Kryptowertpapiere. Und das ist ein Trend, den ich auch übertragen würde in die Zukunft auf Aktien, wenn dann entsprechend die Rahmenbedingungen, die regulatorischen vorhanden sind. Und das sind eben auch Anwendungsbereiche, wo insgesamt die Blockchain-Ökonomie dann wächst, weil hier bei Polygon, Siemens, da steht eine Anwendung dahinter und eben nicht ein Frosch, also ein Bild von einem Frosch wie bei Pepe. Das ist für mich unverständlich. Das ist für mich verständlich. Und deswegen zu sagen, wie es Bitcoin-Puristen machen, Polygon, Shitcoin oder alles außer Bitcoin ist ein Shitcoin, ist für mich deplatziert, ist für mich nicht angebracht. Warum? Ja, warum sollte Siemens denn das machen? Also wir haben hier Anwendungen, das hat seine Berechtigungen und deswegen macht es auch Sinn, eben seinen Kosmos ein bisschen mehr zu überdenken und auch über den Bitcoin eben hinaus zu dehnen. Das ist ja auch meine, nicht Empfehlung, darf ich nicht sagen, aber mein Horizont, den ich eben an die Hand nehmen möchte. Und vielleicht mal ganz kurz, dass man versteht, 34% des Volumens, ja, 150 Millionen ist nix. Ist gar nichts, wenn man sich den Anleihenmarkt, den Emissionsmarkt in Deutschland anschaut. Allein schon der Staat, wie viel Anleihen er emittiert, wie viele Milliarden da aufgenommen werden und dann Unternehmensanleihen dabei. Da ist es wirklich nur ein klitzekleiner Wassertropfen, der diese 150 Millionen darstellt. Vielleicht als Proof of Concept erstmal. Ja, viele sehen es auch so. Ich glaube, auch schon in Österreich gab es zum Staat mal eine Anleihe auf dem Bereich. Die LBW hat schon welche emittiert, weiß ich auch nochmal. Eben erstmal zum Test, wie es funktioniert und warum ist das so interessant? Du hast vorher die Sicht der Börse auch mal gefragt. Nun, eine der Kosten, aber auch der zeitaufwendigen Dinge in Deutschland, wenn es um Aktienhandel geht, um Wertpapierhandel geht, ist das Clearing. Das heißt, wir müssen ja irgendwie Geld gegen Aktien tauschen. Ja, auch wenn man es nicht merkt, ihr kauft eine Aktie, ihr habt sie sofort im Depot und ihr könnt sie theoretisch auch sofort wieder verkaufen. Nichtsdestotrotz kann sowas eigentlich bis zu 2 Tage dauern, bis die Belieferung eigentlich vorgenommen wird. Und dafür gibt es eine Gesellschaft im Hintergrund, die für jede Transaktion natürlich Geld bekommt. Und diese Tätigkeit, prüfen, Geld, Aktie, tauschen, hat es auch wirklich funktioniert, kann man zukünftig theoretisch über Blockchain lösen, ohne dass man eben eine zentrale Partei dahinter braucht, sondern klar über Smart Contracts, Geld eingegangen, dann erst Aktien losschießen, dann das Ganze erstmal übertragen. Und natürlich als Unternehmen wie in der Börse ist es interessant zu sehen, wo geht da der Weg hin, wenn es diese Kannibalisierung oder auch die Disruption des klassischen Clearing-Marktes gibt, dann muss man als Börse natürlich auch dabei sein, eine Struktur aufzubauen, solche Produkte auch handeln zu können. Und mit Eigenwerbung ganz kurz zur Börse Stuttgart, klar, hat man deswegen relativ früh sich am Kryptomarkt auch beschäftigt. Nicht nur, weil wir gesagt haben, hey, Kryptos sind toll, sondern weil man versucht, ein bisschen weiter in die Zukunft zu sehen und natürlich irgendwo die Idee auch da ist, sowas könnte auch mal den klassischen Markt disruptieren, wenn man da als Börse dann an der Seitenlinie halt steht und sagt, huch, Kryptos, das wusste ich ja gar nicht, dass man darüber auch Wertpapiere handeln kann, dann steht man halt als Verlierer da. Und dementsprechend ist natürlich auch ein Punkt, wo man sagt, das ist mittelfristig. Ob es jetzt schon 2026 soweit ist, das wäre gefühlt gleich eigentlich. Aber wir wissen, von AI hat man vor 2 Jahren auch nicht wirklich viel gedacht und gehört. Es kann manchmal recht schnell gehen. Und dementsprechend muss man als Wertpapierbörse auch hier immer das Ohr auf der Schiene haben und nicht erst dann, wenn der Zug drüber fährt, sondern schon davor. Genau. Und ein ganz wichtiger Punkt auch noch, den ich von früher noch kenne, aus meiner Zeit im Treasury. Ich habe natürlich immer müssen Kontrahentenlimite beachten. Das heißt, wenn ich irgendwelche Dinge eingekauft habe oder verkauft habe, ich habe immer müssen schauen, dass ich von bestimmten Emittenten bzw. Kontrahenten meine Risikoschwellen nicht überschreite. Die lagen bei 5%, die lagen bei 10%. Und jetzt ist es eben so, bei Settlement über eine Blockchain ist es nicht nur so, dass ich ein Same-Day-Issue habe, also dass ich das in Echtzeit praktisch darstellen kann, zu weitaus geringeren Kosten, sondern dass ich das Kontrahentenrisiko auf einen Smart Contract übertrage. Das heißt, ich kann dann eben als Treasurer viel flexibler agieren, weil ich meine Kontrahentenrisiken praktisch isoliere. Weil das Kontrahentenrisiko über den Smart Contract der Blockchain, der jeweiligen Blockchain dargestellt wird. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Effekt im Risikomanagement, gerade ja auch in Zeiten, wo man Kontrahenten nicht mehr so vertraut. Was heißt nicht mehr so, sondern man muss sich ja nur mal die Credit Spreads im Allgemeinen anschauen, jetzt nicht nur von den USA, sondern auch die Banken. Also der Credit Suisse Credit Spread ist ja
zum Schluss auf aberwitzige Werte angestiegen, also die Kreditausfallversicherungen. Und in so einer Systemkrise, auch im Finanzsystem, wo die Banken sich untereinander nicht mehr vertrauen, das ist immer der Beginn von einer großen Krise. Und wenn da eben der Smart Contract als ja, faktisch risikoloser Abwickler-Settlement-Funktionalität genutzt werden kann, ist das eben auch ein ganz, ganz großer Vorteil. Und das ist mit ein Grund, warum die Tokenisierung über Blockchains in diesem Segment der Wertpapiere in Zukunft nach meiner Einschätzung vor einem gigantischen Boom stehen wird. Nur eins vielleicht zum Thema Hardcore-Bitcoiner zum Rest. Theoretisch wäre es ja auch möglich, über das letzte Update in Bitcoin-Blockchain auch solche Dinger wie Smart Contracts über Bitcoin abzuwickeln. Nur dort macht es halt keiner im 10-Minuten-Takt, weil die Kosten viel zu hoch sind, weil da wird es keiner auf das Hauptnetzwerk schreiben, weil es viel zu teuer war. Und dann fangen wir wieder an mit Second-Layer-Architekturen, wieder Sachen, die erst alle 3-4 Tage gesettelt sind. Und da hätten wir die Vorteile, die du gerade angesprochen hast, am gleichen Tag gleich wissen, ob das gesettelt wurde, also Geld und Ware getauscht wurde, ja oder nein, das sieht man auf so einer Second-Layer-Architektur nicht. Und deswegen, viele Sachen wären theoretisch auch mit Bitcoin möglich, aber nicht für die breite Masse, für ein schnelles Geschäft, da wäre es einfach zu teuer dafür. Vollkommen klar. Und die aktuelle Thematik zeigt auch, wie schnell die Bitcoin-Blockchain dann bei Fehlentwicklungen vollkommen verstopft ist, zu Lasten eben ganz normalen Anwendungen. Und diese eierlegende Wollmilchsau, ja, theoretisch könnte die Bitcoin-Blockchain alles, aber theoretisch könnte Amazon auch alles. Die könnten auch Smartphones bauen und was weiß ich was alles. Also theoretisch könnte jeder alles. Aber es macht doch keinen Sinn, in einer fragmentierten Welt mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen jetzt alles auf einen zu poolen, der alles kann und so mit die ultimative Lösung ist. Und deswegen halte ich von diesem ganzen Bitcoin-Fixes, also überhaupt gar nichts. Gar nichts wird da passieren in dem Zusammenhang. Also ich finde Bitcoin super. Also ich will das gerne mal jetzt immer öfters mal ausführen. Aber diese isolierte, ideologische, dogmatische Fokussierung auf den Bitcoin bewerte ich als abgrundtief falsch und mittlerweile auch als brandgefährlich. Aber vielleicht genau dazu im Thema brandgefährlich und trotzdem hat Bitcoin definitiv eine wichtige Daseinsberechtigung, weil du hast auch mal was mitgebracht, wo du sagst, okay, vielleicht eben nicht als schnelle Smart Contract Plattform, wo im Sekundentakt immer Sachen hinhergeschoben werden, dafür ist sie nicht gedacht, aber ganz klassisch als Wertspeicher, weil es einfach ein hohes Vertrauen, und da muss man halt sagen, ich persönlich bin der Meinung, die sicherste Blockchain, die wir halt momentan haben, mit der höchsten Rechenleistung, mit der längsten Historie und dementsprechend wahrscheinlich auch das Wertvollste, was wir gerade an Blockchain an sich überhaupt auf der Welt kennen, könnte auch natürlich anstatt Gold oder anstatt andere Währungen mittelfristig auch zu einer Staatsreserve heranwachsen, wenn sie nicht sogar schon bei einigen Ländern da ist. Genauso ist es. Also genauso ist es. Bitcoin, absolut sicherste Blockchain, absolut die Basis, die Kryptowelt-Leitwährung, und ich gehe auch davon aus, dass das so bleiben wird. Also und jetzt diese ganzen manche Zeitungsberichte, also in der Bild-Zeitung lese ich zum Beispiel auch manchmal so Empfehlungen, da steht dann drin, Bitcoins kleine Schwestern. Also als ich den Bericht gelesen habe, habe ich auch gedacht, mein Gott, wer den geschrieben hat, der hat auch überhaupt gar keine Ahnung. Also da muss man auch mal ganz klar Kritik natürlich äußern. Nochmals, der Bitcoin ist das Nonplusultra im Kryptospace. Das wird es auch bleiben und so soll es auch sein. Und jeder soll sich darauf auch fokussieren als sein Basisinvestment. Aber dann halt weitergehen. Und warum das so wichtig ist, das zeigt eben ja auch die Zeitenwende, in der wir derzeit leben. Also wir leben ja auch im Zeitalter derzeit von Digitalisierung, aber auch von Dekarbonisierung beispielsweise und natürlich auch von De-Dollarisierung, also De-Dollarization. Das ist ja auch nicht nur, dass der Dollar in seiner Kaufkraft massiv erodiert, sondern es gibt immer mehr Länder, die sich auch vom Dollar abwenden, indem sie eben gegen andere Währungen fakturieren und konvertieren. Auch der Petrodollar steht natürlich hier vor großen Herausforderungen. Und der Krieg in der Ukraine hat natürlich auch dazu geführt, dass Wladimir Putin im Vorfeld die Devisenreserven Russlands auf Null gefahren hat. Also es gibt ein Krypto-Update von uns, wo wir darauf eingehen, einige Zeit vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine, wo wir eben sagen, Wladimir Putin überlegt, Bitcoin als Währung anzuerkennen und hat seine Devisenreserven im US-Dollar auf Null gefahren.
heute, aus heutiger Sicht muss man eigentlich sagen, ja, das war ja eine Kriegsvorbereitung. Der hat ja gewusst, ich greife die Ukraine an und wenn ich dann Sanktionen bekomme, ist ja blöd, wenn ich Dollar habe, weil die waren ja sanktioniert. Also verkaufe ich das erstmal alles. Also das sind natürlich auch Entwicklungen und auch die Chinesen, die sind natürlich daran interessiert, dass sie eben gegen ihren Renminbi fakturieren. Es gibt mittlerweile ein Goldfixing in Shanghai. Also auch hier bei Gold, wo immer der US-Dollar die Konvertierungswährung war, erodiert das Ganze eben zunehmend. Und wenn man jetzt mal in die Geschichte schaut, nicht der Tages-, Minuten-, Wochen-, Monats-, Jahreschart, sondern über die Jahrhunderte sich das mal anschaut, dann ist es eben auch Fakt, dass keine Weltleitwährung in der Geschichte eben Bestand hatte, nachhaltig Bestand hatte. Ja, die älteste Währung, die heute noch Bestand hat, die es immer noch gibt, das ist das britische Pound Sterling, ist aber schon lange natürlich nicht mehr die Weltleitwährung, sondern abgelöst worden. Und wenn man sich den Kaufkraftverlust des britischen Pfunds seit seiner Emission anschaut, dann liegt der auch bei über 99%. Also das Pfund Sterling heißt ja deswegen Pfund Sterling, weil es mal an Silber gekoppelt war. Und 12 Unzen Silber waren damals eben ein Pound Sterling. Und obwohl der Silberpreis jetzt nicht besonders hoch ist, 12 Unzen Silber ist natürlich schon eine enorme Summe heute. Also es zeigt auch, wie das Ganze erodiert ist. Und genauso ist es eben auch beim US-Dollar durch das Scheitern dann eben von Bretton Woods. Auch darauf sind wir ja schon häufig eingegangen, dass eben die Kopplung an den Goldpreis beziehungsweise an die Deckung, die Unterlegung des US-Dollars mit Gold aufgehoben wurde, nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Auch durch die explodierenden Schulden, damals natürlich auch im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg, der natürlich enorm viel Geld verschlungen hat. Und das sind eben so die Grundlagen für die Probleme, die Ursachen im heutigen Finanzsystem. Ein weiteres Problem, möchte ich auch noch kurz eingehen, das ist der Glass-Steagall Act, also im Jahr 1933, also das Jahr, als in Deutschland die Nazis an die Macht kamen, nur damit man mal bewusst wird, wie lange das schon zurückliegt, gab es in den USA eben ein System, das eingeführt wurde, zwei Senatoren, ein Senator, ein Abgeordneter, Glass und Steagall, das sogenannte Trennbankensystem. Das heißt, man hat eben Geschäftsbanken und Investmentbanken getrennt, damit eben sowas wie 1929, Weltwirtschaftskrise, Börsencrash, nicht mehr passiert. Und dieser Glass-Steagall Act wurde dann über die Jahre eben immer weiter aufgeweicht und dann gab es eben mal einen Präsidenten, Republikaner, Ronald Reagan, der hat eben ganz, ganz starke Finanzmarktreformen gemacht und diesen Glass-Steagall Act ja ganz, ganz stark verwässert in seiner Amtszeit. Das ging damals ein unter Reaganomics und hier liegen die Hauptprobleme, die wir heute im Finanzsystem haben. Später kam dann ein anderer US-Präsident, Bill Clinton, ein Demokrat, also Demokraten und Republikaner, die schenken sich da eben nichts. Der hat dann den Glass-Steagall Act, das Trennbankensystem, endgültig abgeschafft. Also das, was heute passiert ist oder vor kurzem mit Silicon Valley Bank, wäre im Regime eines Trennbankensystems gar nicht möglich gewesen. Weil da gibt es halt Geschäftsbanken und Investmentbanken, also Wertpapierhandelsbanken. Aber man vermischt das Ganze nicht. Und so unintelligent ist es ja gar nicht. Und ich prognostiziere heute schon, dass das, was in der Schweiz jetzt geschaffen wurde, in Anführungszeichen mit diesem Monster, mit der UBS Credit Suisse, also diese zusammenfusionierte gigantische Bank, die ja für die kleine Schweiz viel zu groß ist, dass die auf absehbare Zeit auch wieder aufgespalten wird, also getrennt wird, beispielsweise in unterschiedliche Bankbereiche, auch ein Investmentbanking-Bereich, der vielleicht abgespalten wird, um eben auch diese Risiken wegzudiversifizieren und wegzustrukturieren, was eben auch Sinn macht. Und jetzt kommt eben ja die Quintessenz des Ganzen. Der Bitcoin ist ein Trendbankensystem, das jeder unter uns selber aktiv nutzen kann. Also ich kann natürlich auch entscheiden, zu welcher Bank gehe ich? Gehe ich zum Beispiel zu einem Discountbroker, der gar kein Investmentbanking hat? Oder gehe ich zu einer Regionalbank, zu einer Volksbank, zu einer Raiffeisenbank? Aber auch die Finanzkrise 2008 hat eben auch gezeigt, dass ja manche Landesbanken, manche Sparkassen praktisch ja, kurz vor dem Kollaps standen, weil sie irgendwelche
Kredite ausgereicht hatten in den Vororten von Chicago mit irgendwelchen ABS-Strukturen, also Asset-Backed Securities und so weiter. Also man kann sich da auch nicht ganz sicher sein, wo ist man eigentlich. Beim Bitcoin weiß ich, er ist transparent, ich weiß, woran ich bin, in welchem System ich mich befinde, genauso wenn ich einen Goldbarren habe. Das heißt, jeder unter uns muss eben schauen oder hat die Möglichkeit, heute schon sein eigenes Trennbankensystem zu schaffen, auch wenn der Gesetzgeber mich nicht mehr schützt. Und ich bin eben der Ansicht, dass der Schutz auch in der Europäischen Union durch die Bankenunion, durch die gemeinschaftliche Haftung in einem Extremfall der EU-Banken ein großes Problem eben darstellt. Der Fall Zypern hat es eben gezeigt. Und deswegen macht es aus meiner Sicht eben Sinn, durchaus auch andere Banksysteme zu nutzen, also andere Länder mit anderen Bankwesengesetzen, beispielsweise Schweiz, beispielsweise Liechtenstein oder ich persönlich eben auch ein großer Fan des Banksystems von Kanada. Aber genauso eben auch ein Blockchain-basiertes System wie der Bitcoin. Und der bietet sich da eben prädestiniert dafür an. Und so wie eben Länder, Staaten, Notenbanken derzeit massiv, und zwar so stark wie die letzten Jahre nicht mehr, und zwar 12 Jahre in Folge, ihre Goldreserven aufstocken, um sich eben auch vor diesen ganzen Verwerfungen, diesen möglichen zu schützen, kann ich mir eben sehr, sehr gut vorstellen, dass in Zukunft auch Staaten strategische Bitcoin-Reserven aufbauen. Also jetzt nicht so, wie wir es derzeit haben. Manche Länder haben ja Bitcoin-Reserven. Warum? Ja, weil sie von irgendeinem Kriminellen beschlagnahmt wurden. Das ist ja jetzt kein strategisches Investment, also die USA beispielsweise, oder es gibt einige Staaten, die das haben. Sondern strategisches Investment heißt für mich, so wie MicroStrategy oder wie Tesla, man investiert bewusst in Anlageklasse wie den Bitcoin. Und ich glaube, dass es bald auch die ersten Notenbanken eben geben wird, die es eben machen. Der norwegische Staatsfonds macht es ja auch indirekt schon über Investments in MicroStrategy, die eben ja fast ein Bitcoin-Fonds eben sind und so weiter. Aber ich glaube, das wird in Zukunft eben auch der Fall sein, dass eben aufgrund dieser Dedollarisierung Devisenreserven in Dollar sich verlagern zu Gold. Das sehen wir jetzt schon, diesen Trend. Aber auch eben zu möglicherweise Bitcoin. Und nur mal ein paar Zahlen, also 1977 lagen die Devisenreserven, die globalen im US-Dollar bei 85%. Zur Jahrtausendwende sind die dann gefallen auf 73% und heute liegen wir nur noch bei 58%. Also die Weltreservewährung Dollar ist nur noch zu 58% vorhanden. Also ab 50% ist dann die Mehrheit sogar verloren und dann ist es eigentlich keine Weltreservewährung mehr. Der Euro übrigens in Relation liegt aktuell auch bereits schon bei 20%. Das heißt also definitiv von dir so eine Vermutung oder auch eine Aussage von dieser BTCM Research, dass durchaus mittelfristig eben nicht nur Gold, sondern braucht auch weniger Platz, weniger Versicherung und ist eigentlich genauso sicher, auch Bitcoin wirklich in Staatsreserven stückchenweise einfließen könnten. Und das ist ja für jemanden, der Bitcoin besitzt, wieder ein Punkt und sagt, noch ein weiterer Player am Tisch, der ebenfalls Bitcoin haben will. Und wir wissen alle, die Obergrenze ist bei 21 Millionen fest. Ein Teil davon ist nicht mehr verfügbar. Und Neues dazu, ab nächsten Jahr halbiert sich das wieder, die neuen Bitcoins, die ausgegeben werden. Wir haben bald weit über 90% der Bitcoins bereits geschürft, wenn man es so nennen möchte. Also neue Interessenten, positiv, tierisch für den Preis. Und wenn ich es schon besitze, dann freue ich mich darüber. Genau so ist es. Und ich würde es jetzt nicht, also Vermutung ist es auch nicht, das ist einfach eine Hypothese. Weil diese Trends, ich kann mir gut vorstellen, dass so etwas passieren wird. Es gibt ja auch mittlerweile erste Indikatoren. Ein Indikator beispielsweise kommt aus dem Fürstentum Liechtenstein, eines meiner Lieblingsländer. Dr. Daniel Risch ist dort der Regierungschef. Und das Interessante ist eben, dass der aktuell im Handelsblatt ein Interview gegeben hat oder vor kurzem. Und hat eben dort eben bekannt gegeben, dass Liechtenstein, das Fürstentum Liechtenstein, den Bitcoin als Bezahloption für staatliche Dienstleistungen freigeben wird. Also jetzt nicht wie El Salvador als offizielle Landeswährung, sondern Liechtenstein schafft eben für staatliche Dienstleistungen den Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit, führt den Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit ein. Aber das ist schon mal ein gigantischer Schritt von einem Land, also von EWR-Land, wie das Fürstentum Liechtenstein, die ja sowieso sehr, sehr innovativ sind in diesem Segment,
auch durch ihr Blockchain-Gesetz. Dadurch haben sich ja auch einige Kryptounternehmen im Fürstentum Liechtenstein angesiedelt. Und in diesem Zusammenhang hat er eben auch gesagt, dass er sich durchaus auch vorstellen kann, in Zukunft staatliche Reserven in Bitcoin zu veranlagen. Dazu ist es jetzt noch zu früh, hat er auch gesagt, weil bestimmte Dinge auch noch geklärt werden müssen, auch in Bezug auf die mögliche, oder nicht die mögliche, sondern in Bezug auf die Volatilität des Bitcoin. Aber er kann es sich eben vorstellen. Und nur mal jetzt auch die Relationen. Das Fürstentum Liechtenstein ist der einzige AAA-Staat dieser Welt, der keine Schulden hat. Es gibt keinen AAA-Staat auf der Welt, der keine Schulden hat. Also es gibt keine liechtensteinische Staatsanleihe, wo man investieren könnte. Die haben keine Schulden, die brauchen sowas nicht. Und die Zahlen sind halt beeindruckend. Also Liechtenstein hat ja 2 Milliarden Schweizer Franken Haushaltsreserven. Es ist von dieses Land hat 39.000 Einwohner. 39.000 Einwohner. Das ist in Deutschland ja gerade mal eine Kleinstadt. Also eine Kleinstadt, die deutschen Kommunen, die sind alle hoch verschuldet. Wenn da irgendwo eine Straße kaputt ist, dann wissen die nicht, wie man jetzt die Straße wieder repariert oder die Schlaglöcher mal austauscht. Und die haben 2 Milliarden Schweizer Franken an Haushaltsreserven. Und das entspricht dem 2,5-fachen Budget des jährlichen Staatshaushalts. Also diese Zahlen aus diesem kleinen Land nur mal transformieren auf das, was in Deutschland so abgeht mit Sonderhaushalt, da wieder was und da wieder was kaschieren und Staatsschuldenquoten und so weiter und Staatsquoten. Also da sieht man mal, wie toll manche Länder unterwegs sind. Und deswegen kann man diese Länder natürlich auch nutzen, um entsprechende Strukturierungen vorzunehmen. Und für mich ist das eben ein erster Schritt, den ich sehr, sehr interessant bewerte, wenn ein Land wie Liechtenstein mal diesen Einstieg macht. Und ich glaube, dieses Bitcoin-Investment-Thema, das wird auch irgendwann mal ein Staat sein, wie beispielsweise Norwegen, wie beispielsweise Singapur, also Staaten, die sowieso schon große Staatsfonds haben, dass ich mir vorstellen kann, dass die über diese Wege eben dann in Bitcoin auch direkt investieren. Bis jetzt Notenbanken in Bitcoin investieren, glaube ich, wird schon noch einige Zeit vergehen, also so wie sie es jetzt machen mit Goldinvestments. Aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass da hier mal eine kleinere Notenbank dann durchaus auch mal einen ersten Schritt geht. Aber ich glaube, das muss auch insgesamt abgestimmt sein, weil das natürlich auch, wenn da mal eine Notenbank in Bitcoin investiert, das würde ja auch fast schon Verwerfungen auslösen im konventionellen System als eben als Indikator beziehungsweise ja als Auswirkung. Es wäre dann definitiv ein Ritterschlag für Bitcoin weitere, der dann kommen würde. Ich glaube, eine Parallele, auch wenn es ganz komisch klingt, zwischen El Salvador und Liechtenstein gibt es ja weiterhin, nicht wegen Schulden und keine Schulden, sondern beide haben keine eigene Landeswährung. El Salvador hat bisher US-Dollar gehabt, Liechtenstein, gut, bei 39.000 Einwohnern, druckst kein eigenes Geld, die anderen Schweizer Franken, aber auch das wäre eine Parallele. Also wenn wahrscheinlich irgendwann exorbitante Inflationen über eine Währung hereinbrechen würden, wäre es vielleicht auch ein Punkt, das ist gleiche, den gleichen Weg zu gehen, vielleicht wäre El Salvador, also das ist spannend. Ich finde es immer schön, diesen Fokus auf dieses kleine Land, das ist so die Petrischale, glaube ich, wo man sagen kann, das könnte sich an meinem breiten Stil immer anders auch ausbreiten. Also das ist, finde ich, immer gut. Ich muss zugeben, sonst habe ich die gar nicht so wirklich am Fokus außer mit den Videos mit dir. Da habe ich dann ein bisschen plötzlich wieder, das machen die auch. Also sehr interessant. Was ich mir in der Krypto-Community wünschen würde, ist, dass viel mehr lieber mal nach Liechtenstein schauen wie nach El Salvador. Weil die Entwicklungen in Liechtenstein, die sind für mich richtungsweisend in diesem Segment. Und das, was in El Salvador passiert, ja, du kennst ja meine Meinung dazu, habe ich ja auch oft schon kundgetan. Das bewerte ich nach wie vor mit großer Skepsis. Allerdings, ich bin ja jetzt nicht beratungsresistent, beziehungsweise wenn ich mir mal auf was eingeschossen habe, dass ich das dann starr durchziehe. Es gibt jetzt einen Dienstleister, jetzt fällt mir aber der Name nicht ein, liegt wahrscheinlich an Corona, der verlagert seinen Unternehmenssitz nach El Salvador. Vielleicht kann man das noch nachreichen nachher drunter. Aus den USA. Also das sind natürlich auch Entwicklungen. Also El Salvador hat durchaus die Chance, wenn sie das wirklich schaffen, als Unternehmensstandort sich zu positionieren, dann glaube ich, dann haben sie eine Chance. Aber dafür brauchen sie einen juristischen Rahmen, der auch international anerkannt wird. Und das hat eben das Fürstentum Liechtenstein. Also nur mal die Grundkonstellation. Das Fürstentum Liechtenstein ist im Gegensatz zur Schweiz im EWR, im europäischen Wirtschaftsraum, kann also alle Vorteile der EU nutzen, die Nachteile aber nicht tragen. Das ist also der Status, den Großbritannien nach dem Brexit gerne hätte, aber niemals bekommen wird.
Und sowas, wenn es El Salvador erreicht, was ich aber jetzt als im internationalen Kontext als sehr herausfordernd bewerten würde, weil Liechtenstein eine ganz andere Historie hat, dann haben sie wirklich eine Chance, als Unternehmensstandort zu gedeihen. Und das haben ja auch andere ganz, ganz kleine Staaten hervorragend gemacht. Liechtenstein hat vom Bankgeheimnis gelebt, das ist von heute auf morgen weggebrochen. Die haben neue Wege gehen müssen. Monaco, auch so ein Kleinstaat, hat ja genau das Identische gemacht. Rahmenbedingungen geschaffen, um Kapital anzuziehen. Wenn das El Salvador gelingt, ja, warum denn nicht? Also gönnen kann man es ihm, weil das Land hat wirklich bitterste Armut, dementsprechend Daumen drücken auf jeden Fall mal. Jetzt kommen wir zum anderen Aufreger in den letzten Wochen im Internet, gerade von allen Krypto-Puristen sehr, sehr hoch gebauscht wurde und im Nachhinein auch von der entsprechenden Gesellschaft, die dafür gesorgt hat, dass was kam, auch wieder etwas zurückgerudert wurde. Und zwar, ich spreche gerade von einer neuen Funktion, die Ledger einführen wollte, zwar freiwillig, man musste es erst akzeptieren, aber nichtsdestotrotz war das etwas, wo für einen großen Aufschrei in der Krypto-Community gesorgt hatte und wo Ledger, wie gesagt, jetzt erstmal gesagt hat, na gut, das kommt zwar vielleicht noch, aber nicht sofort. Also, das mit der Ledger, das ist jetzt natürlich ein Themenbereich, der mir auch ganz schön nahe gegangen ist, wenn ich mir die ganzen Videos angeschaut habe, die da kursiert haben. Deswegen ist es mal wichtig, das mal ganz sachlich und fundiert aufzuarbeiten. Da könnte man jetzt natürlich auch 2 Stunden reden, aber die Zeit haben wir natürlich nicht, sondern ich möchte mal die Chronologie jetzt mal des Ganzen darstellen. Also Fakt ist, Ledger hat bekannt gegeben, dass sie eine neue Funktion einführen namens Ledger Recover. Bei dieser Funktion handelt es sich eben um eine Funktion, bei der der Seed, also die 24 Wörter der Kunden, mit denen man seine Kryptowährungen wiederherstellen kann, abgesichert werden. Und zwar, indem sie ausgelagert werden an 3 unterschiedliche Stellen. Natürlich auch verschlüsselt, verwahrt werden. Und in aller Kürze, wenn man sich dann eben identifiziert und einen Beitrag zahlt von $9 im Monat, kann man diesen Ledger Recover Service nutzen, um in dem Fall, dass man seinen Ledger verliert und seinen Seed verliert, aus welchen Gründen auch immer, dass dann die Kryptowährungen nicht verloren sind, sondern wiederherstellbar sind. Also das jetzt mal ganz rudimentär zusammengefasst. Und so eine Funktion bewerte ich grundlegend als vollkommen legitim und richtig. Ich finde es richtig, dass Menschen, Anwender, die so eine Funktion in Anspruch nehmen möchten, und dafür gibt es einen riesigen Marktbedarf, der nicht in den Crypto-Freaks liegt, sondern beispielsweise in älteren Menschen oder auch in Krypto-Anwendern, die Kinder haben, die heute eben noch nicht, die sich von einer sicheren Hardware-Wallet deswegen fürchten, weil ihnen die Komplexität relativ hoch ist und weil sie sagen, wie kann ich denn das auch sicher dann übertragen an die Kinder? Also es gibt einen riesigen Bedarf, was natürlich eine Katastrophe war die, insgesamt die Kommunikation, die Ledger in diesem Zusammenhang gewählt hat. Also auch die ganzen Reaktionen am Anfang, die waren natürlich ein Shitstorm sondergleichen. Und das hat Ledger, sieht man ja auch, vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt. Es sind dann auch noch bestimmte Tweets abgesetzt worden von irgendwelchen Teams und Entwicklern, die das Ganze nochmals verschlimmert haben. Und die Quintessenz war die, dass man eben Ledger vorgeworfen hat, es wird hier eine Tür geschaffen, dass eben die Seeds die Hardware-Wallet verlassen, dass die ausgelesen worden, teilweise geschrieben worden, dass zumindest ein Tor da ist, dass man diese Seeds auslesen könnte. Und das geht natürlich überhaupt nicht, weil das war in der Vergangenheit immer anders kommuniziert worden. Und das Gute jetzt an dieser ganzen Thematik ist, dass man jetzt mal sieht, wie viele Anwender und vor allem auch wie viele dieser angeblichen Experten nicht verstanden haben, wie eine Hardware-Wallet funktioniert. Weil es hat sich überhaupt nichts geändert. Selbstverständlich lassen sich Seeds durch entsprechende Updates von Firmware auf jeder Hardware-Wallet, bei jedem Anbieter auslesen. Das ist der Fakt. Das war in der Vergangenheit auch immer schon so. Aber es ist eben der Fall, beziehungsweise es ist eben der Fakt, dass das ja keine solche Firmware angewandt wurde bislang. Ledger hat es jetzt eben
anwenden. Glauben wir. Ich kann den Code von Ledger nicht einsehen. Ich weiß es nicht. Genau, richtig. Ist ja kein Open Source aktuell. Das ist das nächste große Problem bei Ledger in der Kommunikation. Man hätte, müssten erstens mal die Kommunikation ganz anders machen. Und bei so einem sensiblen Bereich, wo man, glaube ich, in der Krypto-Ökonomie oder in der Krypto-Community damit rechnen musste, dass das Kritik hervorruft, schon mal diesen Bereich des nicht offenen Quellcodes wegnehmen. Das heißt, so eine Funktion darf ich nur einführen, wenn sie wirklich Open Source ist. Und das wird Ledger in Zukunft ja auch machen. Ich glaube, die Funktion wird über kurz oder lang kommen. Ledger wird es machen, aber dann halt eben offen kommunizieren mit dem offenen Quellcode. Und dann hat es auch eben seine Berechtigung. Ledger hat ja sowieso schon einen gewissen Malus aus der Vergangenheit. Es gab mal einen Datenleck bei Ledger, und zwar jetzt nicht irgendwas Hardware-Wallet-spezifisches, sondern in der Kundendatenbank. Das heißt, es wurden Kundendaten entwendet und diese Kunden wurden dann in späterer Folge mit Phishing-Mails eben bombardiert oder Anrufen auch. Das heißt, die wurden dazu animiert, ihre 24 Wörter irgendwo anders einzugeben als auf dem Ledger. Und wer das natürlich gemacht hat, der hat es Gefahr gelaufen, dass er seine Kryptowährungen verloren hat. Deswegen das Grundgebot ist eben, niemals irgendwo anders seine Seeds eingeben als da auf der Hardware-Wallet selbst. Das gilt jetzt nicht nur für Ledger, das gilt für Bitbox, das gilt für Alipal, das gilt für KeepKey, das gilt für SecuX, um jetzt mal ein paar wichtige eben in diesem Kontext zu nennen. Aber was jetzt eben nicht der Fall ist, dass man einfach jetzt die Seeds auslesen kann bei Ledger oder wenn man jetzt das neueste Update installiert, dass das dann automatisch ausgelesen wird, sondern man hätte das müssen auch noch bestätigen. Das Update kommt ja jetzt gar nicht. Und auch bezahlen. Du sagst es ja auch, es hätte einen monatlichen Obolus gekostet, dass man den ganzen Service in Anspruch genommen hätte. Genau, richtig. Genau. Und auch bezahlen. Das ist ja auch der Punkt. Aber das Wichtige ist eben, dass bei jeder Hardware-Wallet wäre das theoretisch möglich, dass beispielsweise ein kriminelles Entwicklerteam beim Anbieter selbst auf einmal ein Firmware herausschickt, das eben ja mit so einer Spyware fast belegt ist, dass man die Daten auslesen kann. Klar, wenn es jetzt eine Hardware-Wallet gibt, die Open Source ist, dann wird es relativ schnell Entwicklern auffallen und dann würde das sehr schnell geschlossen werden. Bei Ledger würde das nicht auffallen, zunächst mal, bis dann halt eben Funds entwendet worden wäre. Das ist eben das grundlegende Problem. Aber jeder, der eben eine Hardware-Wallet nutzt, muss wissen, dass man sehr wohl sich in einer Abhängigkeit befindet und dass man ein gewisses Grundvertrauen dem Anbieter, den man nutzt, entgegenbringen muss. Das gilt aber für eine Bitbox genauso wie von Ledger, wie von SecuX, wie für andere Hardware-Wallet-Anbieter. Jeder verunsicherte Ledger-Nutzer muss jetzt aber wissen, sein Ledger, der ist weiterhin sicher. Und es hat sich überhaupt nichts an den Grundkonstellationen geändert. Sondern man muss natürlich schauen, wo gebe ich meine Seeds ein? Nur auf dem Ledger, das ist mal das ganz, ganz Wichtigste. Und dann muss ich natürlich schauen, was klicke ich an, für was nutze ich den Ledger? Und bei mir ist es beispielsweise so, ich habe mittlerweile 5 Hardware-Wallets, also 5 Ledger im Einsatz. Bei einem habe ich wirklich nur Bitcoin drauf. Und das ist ein Ledger Nano S, also ein alter Ledger. Und der liegt schon seit Ewigkeiten irgendwo rum. Ja, und bei dem mache ich auch gar keine Transaktionen, der liegt einfach. Dann habe ich einen Ledger, bei dem mache ich Staking, da habe ich Staking-Coins drauf. Dann habe ich einen anderen Ledger, bei dem habe ich meine Non-Fungible Tokens drauf, meine NFTs. Also je mehr Kryptowährungen eine Hardware-Wallet offeriert, desto unsicherer wird sie, weil ja Funktionalitäten freigegeben werden müssen und Schnittstellen entstehen. Deswegen sind die Aussagen, dass Bitcoin-only sehr sicher ist, absolut richtig. Sehe ich genauso. Aber das kann ich mit dem Ledger auch erreichen. Wenn ich nämlich einen Ledger wähle, wo ich dann nur Bitcoin habe. Ich kann ja meinen eigenen Bitcoin-only Ledger oder KeepKey oder Trezor und so weiter auch genauso schaffen. Und was ich eben auch verurteile, ist, dass man Leuten sozialistisch geradezu vorschreiben will, wie sie vorzugehen haben. Wenn ich einen Familienvater habe, der eben so eine Funktion gerne nutzen möchte, dann soll er sie doch bitte nutzen. Und wenn ich jemanden habe, der sagt, ich traue mich an diese Hardware-Wallets nicht ran,
ich vertraue dem insgesamt nicht, und zwar ich vertraue mir nicht, ob ich das auch richtig bedienen kann, dann soll er doch seine Kryptowährungen bei der Börse Stuttgart, bei Bison, in einem sicheren regulatorischen Umfeld verwahrt wissen lassen. Ja, ich weiß, das widerspricht dem ersten Gebot, not your keys, not your coins, weil ich vertraue ja dann euch, dass ihr meine Schlüssel ordnungsgemäß verwahrt. Aber wenn ich mich mit dem Modell wohler fühle, ja, dann mache ich doch das. Und wenn der andere mit einer Paper Wallet sich wohler fühlt oder mit diesen Crypto Cards, also diese beispielsweise, wo man das eben wie eine Paper Wallet auf einer Plastikkarte hat, soll er das machen? Nur in diesem Segment, was ich da mittlerweile an Problemfälle gesehen habe, ja, das geht auch fast in ein halbes Buch mittlerweile rein. Weil man kauft sich für ein paar Euro diese Karte, da ist ein QR-Code drauf und dann macht man über Kryptobörsen Sparpläne auf diese Hardware-Wallet, auf diese Paper-Wallet, auf diese Plastik-Wallet, auf diese Plastik-Wallet. Genau. Und irgendwann kommt ja mal der Tag, wo ich vielleicht was verkaufen will oder runterbekommen will. Und dann fangen die technologischen Probleme an. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Man braucht dann eben eine Wallet und dann muss man eben den Seed bzw. den Private Key importieren. Aber diejenigen, wo sowas kaufen, die wollen keine Private Keys importieren oder irgendwas. Das ist meine Erfahrung, sondern die kaufen das deswegen, weil sie dann denken, oh, dann kann ich damit irgendwie zahlen oder das ist ja ganz sicher. Aber die denken nicht so weit, dass sie irgendwann mal das ja übertragen müssen, legitimieren müssen, Mittelherkunftsnachweis erbringen müssen, vielleicht wieder verkaufen müssen. Also das ist ja auch alles zu bedenken und das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Ja, jeder soll eben die Freiheit haben, was ja vollkommen logisch ist, das zu nutzen, was für ihn, für seine individuellen Bedürfnisse am besten ist. Das ist mal der Punkt. Und diese Falschinformationen oder diese Angstmachereien in Bezug auf Hardware-Wallets, die ist eben abzulehnen. Und wie gesagt, das Positive ist jetzt, ich hoffe, jetzt wird jedem mal klar, wie Hardware-Wallets funktionieren, dass eben der jeweilige Anbieter durch das Aufspielen von Firmware sehr wohl die Möglichkeit hat, eben Funktionen anders zu definieren. Und es ist eben nicht auszuschließen. Deswegen ist grundlegend auch eine Quelloffenheit des Updates hier sehr zu begrüßen, dass jedenfalls sehr schnell klar wird dann, okay, da ist jetzt was im Code nicht vorhanden. Und zum Beispiel bei dem Ledger, auf dem ich meine Bitcoin liegen habe, ich weiß gar nicht, wann ich da das letzte Firmenupdate eingespielt habe. Das ist Jahre her. Das ist Jahre her. Also da kann gar nichts irgendwo mir draufkommen oder irgendwas infiltriert werden, weil ich da spiele ich gar nichts ein. Das ist aber auch meine Halteposition. Und so muss man eben weitere Strukturen schaffen, dass man aber nicht mit einer bestimmten Struktur abhängig ist von allem Möglichen. Wichtig ist mir nur allen Nutzern, die jetzt Angst haben, weil sie einen Ledger haben, dass da irgendwas automatisch heruntergeladen wird, zu sagen, das ist einfach nicht der Fall. Und Ledger steht jetzt so im Fokus der Öffentlichkeit und auch der Krypto Community, dass bei jedem Update oder bei jedem Firmenupdate oder bei jeder strategischen Entscheidung, das innerhalb von sehr, sehr schneller Zeit bekannt gegeben worden würde oder bekannt würde, wenn da irgendwas wäre. Deswegen würden sie da eben den Teufel tun. Schade ist aber einfach diese Angstmacherei in diesem Bereich. Aber es hat auch alles sein Gutes. Vielleicht eine ganz kleine Werbeeinblendung von mir. Du hast ja schon gesagt, manche holen sich eine Plastikkarte, weil sie ultrasicher haben wollen. Andere haben eine klassische Hardware-Wallet. Wieder andere bleiben bei Bison und sagen, da habe ich es dann verwahrt. Die ganz neu anfangen und sagen, oh, alles viel zu kompliziert. Ich will es vielleicht in meinem Wertpapierdepot haben. An der Börse Stuttgart haben wir gerade eine kleine Trading-Aktion. Einfach mal auf den Link unten klicken. Hier sieht man auch die Einblendung, wo man unter anderem von 21 Shares alle ETNs gerade kostenfrei bei einigen Banken ohne Börsengebühren kaufen kann. Also auch das vielleicht auch für Bitcoin Hardcore-Puristen, der schrecklichste Weg, aber für viele den ersten Kontakt haben wollen, um mal zu sehen, halt die Schwankungen überhaupt aus und danach vielleicht das Ganze wirklich über die richtigen physischen Bitcoins abzubilden, ein richtiger Weg. Und vielleicht von meiner Seite aus zu dem Thema, als ich gehört habe, dieser Ledger Recovery soll eingeführt werden, ich bin wahrscheinlich auch dann zu weit schon in dem Rabbit Hole drin, dass ich gesagt habe, sowas würde ich niemals nutzen wollen, weil
ich habe selber schon mir überlegt, wo hinterlege ich meine Coins. Meine Frau muss einmal im Jahr hier quasi eine harte Prüfung gezogen werden, dass sie genau weiß, was zu tun hat, wenn irgendwas passiert. Das muss man sich halt alles selber überlegen. Und wenn man es eben nicht tun möchte, dann kann man, da muss man eben anders vertrauen, dann kann man so ein System vielleicht nutzen. Aber ich glaube auch von dir eine klare Aussage ist, das eher nicht zu tun, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Ja. Diesen Recoveries, wenn es jemals angeboten wird. Ja, also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt würde ich nie Ledger Recover, hätte ich jetzt nicht aktiviert oder könnte ich auch nicht empfehlen, dass man Ledger Recover aktiviert. Zum späteren Zeitpunkt muss man sich mal genau anschauen, wie das dann ausgestaltet ist. Und wie gesagt, derjenige, wo das Bedürfnis hat, eben auch jetzt vielleicht einen Erbfolgethematikbereich mit seinen Kryptowährungen das Ganze zu strukturieren. Warum denn nicht? Und der Chef von Ledger hat ja auch gesagt, sie machen ja diese Funktion auch deswegen, weil die Nachfrage da ist und weil es dazu beiträgt, dass die Adaption von Kryptowährungen noch viel breiter gehen wird. Und wenn ich mir jetzt die ganzen Internetforen anschaue, ich verstehe das, dass jetzt, ich habe ja auch teilweise dann massive Kritik bekommen für meinen Blog, den ich dazu geschrieben habe. Da schreibt dann ein 17-Jähriger, der seine Keys natürlich selber verwahrt und so weiter. Ich verstehe das. Auswendig kann. Aus seiner Sicht verstehe ich das vollkommen. Aber wenn aus dem 17-Jährigen halt mal ein 37-jähriger Familienvater wird, dann wird der sich auch andere Bedürfnissen stellen und dann hat der wahrscheinlich auch andere Anforderungen an das Ganze. Deswegen, es hat seine Berechtigung. Das Schöne an dieser Kryptowelt ist doch, man hat so viele Möglichkeiten vom den Private Key mit dem Kugelschreiber auf dem Zettel schreiben, über den Seed in einen Billfodel oder in einen Crypto. Metallstanzen. Genau, in Metall reinstanzen, bis zu einem Brain Key. Also ich merke mir meinen Key im Kopf, aber was mache ich dann, wenn ich Alzheimer kriege oder auch gegen den Baum fahre oder sonstige Dinge. Also die Möglichkeiten sind unendlich. Und jetzt ist es doch so, jeder soll das herausziehen, was für ihn am besten passt. Und da ist meine Überzeugung, dass von 17-jährigen Crypto-Freak eben ein anderes Bedürfnis besteht als für einen Familienvater. Vielleicht noch ganz kurz zu Open Source oder offener Quellcode. Ich meine, für mich persönlich, ich könnte so ein Ding ja nicht lesen. Ich weiß nicht, was im Code drinsteht, aber grundsätzlich geht man davon aus, das ist ja auch richtig, bei einem offenen Quellcode, wo genau drinsteht, wie funktioniert das Ganze, was macht da eine Software, ein Update, dann können ja auch dementsprechend schlaue Leute, die den Quellcode lesen können, aus der Community sagen, oh, das ist aber gefährlich, oder oh, das haben sie gut gelöst. Aber Quellcode grundsätzlich heißt ja nicht, da ist alles sicher, weil es kann ja sein, es ist zwar ein offener Quellcode, das Ding wird ausgespielt, 20% der Nutzer von so einem Wallet drücken auf Update und in den ersten 15 Minuten sind dann schon die ersten Keys geklaut, bevor überhaupt jemand den Quellcode sich angeschaut hat. Du hast vorhin dementsprechend gesagt, ein gewisses Grundvertrauen muss da sein, oder ich sag halt, auch wenn es offener Quellcode ist, ich warte erstmal 2 Wochen, bis ich ein Update durchführe, weil ich dann weiß, hoffentlich hat bis dahin irgendein paar schlaue Menschen sich den Quellcode mal angeschaut. Ich lese dann auch in Foren rein, dann muss ich halt mehr mich damit beschäftigen, wenn ich halt Vertrauen nur bis zu einer gewissen Grenze ziehen kann. Und erst wenn ich über mehrere Quellen bestätigt bekommen habe, scheinbar ist der Quellcode korrekt oder er macht das, was er tun soll, dann kann ich mal nach einer gewissen Zeit überlegen, das Update durchzuführen. Aber ein offener Quellcode ist ja nicht das Allheilmittel, dass es auf jeden Fall funktioniert, sondern es geht ja relativ schnell. Wenn man, einen korrumpierten Code einspielt, bis es jemand erkannt hat, kann schon relativ viel geschehen sein. Also deswegen, glaube ich, muss man auch da vorsichtig sein. Offener Quellcode, cool, aber dann auch nicht sofort auf Update drücken. Genau so ist es. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel des Ganzen. Ein Kritikpunkt war ja auch eine unintelligente Aussage vom Chef von Ledger SAS, der eben gesagt hat, wenn der Staat kommen würde und sagen würde, diese 3 Teile, in der dieser Seed extrahiert wird, muss herausgegeben werden, aufgrund von einem Gesetz oder ähnlichem, dann muss Ledger das herausgeben. Das hat natürlich wahnsinnige Verunsicherung geführt. Also ich nehme jetzt nur mal das Beispiel Bitbox, Shift Crypto, ein Unternehmen aus der Schweiz. Theoretisch, und das ist jetzt rein theoretisch, wirklich nur ein theoretischer Beispielfall, könnte ja auch der Schweizer Staat kommen und sagen, Shift Crypto, ihr müsst jetzt ein Firm-Update programmieren, das eben den Seed extrahiert und dann wären alle Seeds von denjenigen, die das Update von der Bitbox haben, wo das eben bestätigen, werden die Seeds extrahiert. Also es ist hier auch eine Eingriffsmöglichkeit vorhanden. Das ist ganz theoretische Natur. Aber wichtig ist mir eben, dass die Anwender jetzt mal verstehen, wie eine Hardware-Wallet
funktioniert. Das ist kein Chinese Wall, das ist kein komplett abgetrennter Raum, wo ich nur bei mir bin. Sobald ich die Schnittstelle aktiviere oder eine neue Firmware aufspiele, bin ich wieder in gewisser Weise in einem Vertrauensverhältnis und ich muss ein Grundvertrauen eben haben. Und das ist eben etwas ganz, ganz Entscheidendes. Okay, du hast gerade schon gesagt, du hast verschiedene Ledgers, eine für dein Hardcore Everlife Bitcoin Investment, eine für Staking, was du eben darüber auch Staking anschmeißt. Deswegen lass uns mal einen Blick drauf werfen, was momentan so am Staking-Markt los ist und auch da vielleicht von mir vorab schon mal bitte nicht gucken, oh, wo gibt es den meisten Reward, weil Zins stimmt ja nicht, aber lassen mal den Namen Zins halt stehen und deswegen kaufe ich diese Coins und stake die, sondern erstmal grundsätzlich verstehen, für was brauche ich die Coins, was für Anwendungen haben die, wenn ich die eh haben wollte, dann kann ich mir durch das Staking vielleicht nochmal was versüßen. Ich sage das vor allem deswegen, weil wir natürlich auch Zinssätze dabei haben, die utopisch klingen, selbst nach Zinsanhebung. Aber auch da bitte dran denken, es bringt nichts, wenn ich einen großen Staking-Reward bekomme in einer Coin, die nach einem halben Jahr nur noch die Hälfte wert ist. Also auch da muss man einfach das Verständnis haben, erst den Coin verstehen und dann sich überlegen, ob ich staken möchte. Aber insgesamt, Blick auf Staking, wie schaut es da gerade aus? Gerade mit Ethereum ist natürlich für viele jetzt interessant. Normalos können nicht Ethereum staken, da brauche ich plötzlich 32 Stück. Aber was gäbe es denn da momentan, wenn man es tun würde? Und was ist denn so der nächste Coin, der staking-mäßig vorne steht? Genau, also mit dem 12. April 2023 ist Staking natürlich jetzt auch in einem neuen Abschnitt angekommen. Es ist nämlich der Zeitpunkt gewesen, dass eben bei Ethereum jetzt die alten über die Beacon Chain gestakten Ether freigegeben wurden. Hier waren dann große Ängste da. Kommt es zu einem großen Verkaufsdruck bei Ethereum? War überhaupt nicht der Fall. War aus meiner Sicht auch absehbar, weil derjenige, wo die verkaufen wollte, die hatte halt vorher schon über entsprechende Futures oder Optionen oder Derivate verkauft. Im Gegenteil, ich gehe eben davon aus, dass Ethereum, die heute nach Marktkapitalisierung, wie jetzt hier die Auswertung von stakingrewards.com zeigt, ja mit Abstand die führende Staking-Coin ist, noch ein gigantisches Potenzial haben, dass eben die Staking-Services zunehmen. Wenn man mal hinten anschaut, das sogenannte Staking-Ratio, dann liegt eben Ethereum nur bei knapp über 15%. Und ich gehe eben davon aus, dass dieses Staking-Ratio in Zukunft deutlich, deutlich anziehen wird. Das heißt, es werden mehr Ethereum-Investoren ihre Ether eben auch ins Staking geben. Dadurch wird die Stabilität der Blockchain auch weiter zunehmen. Und es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt eben für die Stabilität einer Blockchain. Und Staking wird sich nach meiner Einschätzung eben auch als Ertragssystem, als Krypto-Ertragssystem, so wie beim Bereich Mining, hier als eigenständige Anlageklasse mit Zusatzeinkommen, also mit einem Ertragssystem, eben auch etablieren. Es gibt ja auch Kryptobörsen, Bitpanda hat mittlerweile 28 Kryptowährungen im Staking, Swissquote hat Kryptowährungen im Staking, über einen Ledger oder über Hardware-Wallets bestimmte kann man auch selbst über die Hardware-Wallets Staking betreiben und ich spüre eben auch, dass hier die Nachfrage nach derartigen Möglichkeiten deutlich zunimmt, vor allem auch deswegen, weil hier steuerlich in Deutschland sich die Regelungen sehr stark verbessert haben. Das heißt, diese 10-Jahres-Frist bei Staking ist Stand jetzt nach geltendem deutschen Steuerrecht eben weggefallen. Also man muss jetzt hier nicht die Coins dann 10 Jahre halten, sondern es gilt eben die Jahresfrist ganz normal, wie bei Investments in Kryptowährungen auch, von einem Jahr. Und deswegen ist für das, was du gerade gesagt hast, für diejenigen, die in bestimmte Kryptowährungen investieren möchten, weil sie aufgrund der Funktionalitäten, der Anwendungen von dieser Kryptowährung überzeugt sind, interessant zusätzlich auch noch Staking zu betreiben, das Netzwerk, die Blockchain damit zu stabilisieren und eben Zusatzerträge dann zu erzielen. Vielleicht ganz kurz mal, ja, keine steuerliche Beratung, keine Empfehlung. Für die Coins, die ich als Reward halte, gilt dann eben ein Jahr Haltefrist. Nichtsdestotrotz, und das kann es manchmal umständlich machen, gerade wenn ich nur kleine Beträge stake, weil auch da habe ich einen Aufwand. Ich muss halt immer gucken, den Betrag, den ich erhalte, muss ich dann fürs Finanzamt von der entsprechenden Währung an dem Tag in Euro umrechnen und am Ende vom Jahr dem Finanzamt sagen, diesen Betrag in Euro habe ich durch Staking Rewards erhalten und das wird dann mit dem persönlichen Steuersatz versteuert. Das fällt auch nochmal ganz kurz Ausflug Steuer, aber keine Beratung. Dementsprechend, da fällt schon noch was an,
kann, was man abgeben muss. Und wie gesagt, wenn man halt am Ende vom Jahr gerade so 500 Euro Staking Rewards hat und bei 5 verschiedenen Coins unterwegs ist, dann kann es schon sein, wenn man nicht die richtigen Dienste nutzt, dass dann relativ umständlich ist, das zusammenzutragen. Aber da gibt es ja jede Menge Coinly, Anycoin, wie sie alle heißen mögen, Coin Tracker, wo man einfach schauen kann, wem es das Ganze etwas erleichtert. Und es gibt auch einen kleinen Betrag, aber da müsst ihr selber nachschauen, bis zu dem sogar das Ganze steuerfrei. Ich glaube 200 irgendwas. Aber wie gesagt, wir machen ja keine steuerliche Beratung. Vielleicht hast du die Zahl gerade im Kopf. Wenn nicht, dann selber einfach mal danach googeln. Ich bin in Spanien steuerpflichtig. Alles gut, außerdem hast du Corona, du bist raus aus der Nummer. Einfach mal gucken, das ist ein kleiner Betrag, wo man halt nicht dementsprechend Steuern zahlen muss. Googelt mal danach. Aber an sich, Staking kann auch einen gewissen Aufwand mit sich bringen. Das muss halt auch klar sein. Genau, also wenn man jetzt wirklich Staking aktiv betreibt, würde ich immer dazu raten, eben Steuertracker zu nutzen, weil die lesen die API über die Schnittstellen das perfekt aus und ist dann überhaupt kein Problem. Okay, aber ein Punkt für jeder, der Staking betreibt, heißt ja einfach, im Normalfall suche ich mir, wenn ich jetzt nicht gerade eine Börse habe, die das macht, meine Hardware-Wallet, jemand aus, der das ganze Staking, die Absicherung der Blockchain vornimmt als Validator, der einfach sagt, ich habe hinter mir diese Anzahl an Coins gebündelt und damit stütze ich jetzt das Netzwerk und versuche eben auch über den Weg einen Reward zu generieren und den breche ich dann runter an all diejenigen, die mir die Coins hinterlegt haben. Aber da kommt es natürlich auch an, welchen Validator wähle ich denn aus, weil da gibt es ja welche, die zum Beispiel relativ wenig eigenes Skill in the Game reinlegen, also relativ wenig eigene Bitcoins, Ethereums oder, da geht's auch nicht, Polkadot, jetzt habe ich eins, oder ADA oder irgendwas Solana dazulegen und es gibt welche, die sagen, ich habe selber schon einen großen Betrag dahinter, also da vielleicht mal einen Blick drauf. Gebühren, die dir verlangen, ist wichtig. Was gibt es so die Punkte, wo du sagst, wenn man Validator selber auswählen möchte, auf was sollte man denn eigentlich achten? Ja, also grundlegend sollte man sich überhaupt mal mit den Risiken von Staking befassen und da stelle ich schon fest, dass sich viele, die jetzt Staking machen, noch gar nicht damit befasst haben. Also es gibt eben drei grundlegende Risiken. Das eine ist mal das Betriebsrisiko und das Betriebsrisiko ist nicht zu vernachlässigen. Also wenn man auch mal kritisch mal zurückblickt, wir haben in der letzten Zeit mal eine Ausfall bei der Blockchain von Ethereum gehabt, beziehungsweise nicht einen Ausfall, aber ein gravierendes Problem bei der Blockchain von Ethereum. Und bei diesem Staking ist es so, dass eben Strafen passieren können, wenn Staking nicht ordnungsgemäß vom Validator durchgeführt wird. Also wenn der Betrieb nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird. Deswegen auch Betriebsrisiko. Und da werden dann Strafen verhängt und die können dazu führen, dass eben Kryptowährungen, die in Staking gegeben worden, zumindest zu Teilen, verloren gehen. Also es ist hier auch ein Risiko vorhanden. Beispielsweise, also wenn der Validator-Knoten vom Netz getrennt wird, dann ist es ein Liveness Fault und der kann dann eben zum Abzug von Kryptowährungen führen. Oder wenn eben falsch abgestimmt wird, also wenn eben der Konsens falsch gewertet wird, dann ist das ein Governance Fault. Auch das kann eben dann zu einem Verlust von Kryptowährungen führen. Deswegen ist die Auswahl eines Validators ganz, ganz entscheidend. Aber es ist eben so, dass jetzt bei bestimmten Anbietern wie bei Ledger natürlich auch hier im Vorfeld schon eine Due Diligence gemacht wird, dass man eben hier auch Validatoren wählt, die jetzt grundlegend als zuverlässig zu bewerten sind. Vielleicht mal ganz, ganz wichtig. Das heißt also nicht, dass ich meinen Ertrag nicht erhalte, dass der Reward nicht mehr gut geschrieben wird, sondern dass auch wirklich hinterlegte Währungspakete, Polkadot, Cardano, Solana, die ich hinterlegt habe, dass auch die geringer werden können. Also nicht nur, ich kriege keinen Ertrag, sondern wirklich mein hinterlegter Wert kann auch durch die Strafe verringert werden. Genau so ist es. Genau so ist es. Und es ist natürlich so, ich würde jetzt jedem am Anfang raten und ich, also viele unter uns oder unter euch waren jetzt mal am Anfang eher mal Neulinge sein im Bereich des Staking. Ich würde raten dazu, jetzt über regulierte Kryptobörsen am Anfang zu gehen. Also am besten Bitpanda, weil die meiste Auswahl haben, weil es gibt ja noch ein zweites Risiko auch, ein Kontrahentenrisiko. Das heißt, nicht nur der Validator, also das Betriebsrisiko muss hinterfragt werden, sondern auch das Kontrahentenrisiko, wenn ich über einen Staking-Pool gehe. Deswegen muss die Solidität des Staking-Pools natürlich ein ganz, ganz großes Augenmerk zukommen. Und wenn das natürlich ein regulierter, zertifizierter, zugelassener Anbieter ist, dann wird der natürlich alles dafür unternehmen, dass er eben entsprechende Strukturen hat, Strukturen schafft, dass solche Vorfälle nicht passieren. Und selbst wenn mal so ein Vorfall passieren sollte, glaube ich, dass der
vom Unternehmen selbst gedeckt wird, bevor hier nach außen ein Impact getragen wird. Da ist ein Fehler passiert, jetzt hat ein Kunde im Stake in Kryptowährungen verloren, weil das wäre natürlich ein Super-GAU. Und deswegen würde ich eben raten, auch wenn die Erträge hier marginal oder ja, geringer sind, als wenn man direkt einen Knoten betreibt oder direkt beim Validator ist, also wenn man über ein Intermediär geht wie eine Kryptobörse, diesen Weg eben zu wählen, weil hier eben ein technologisches Know-how ist und vor allem auch ein regulatorischer Rahmen gegeben ist. Und es gibt noch ein drittes Risiko, also das Währungsrisiko, aber das ist ja klar, das ist eben dann das Konvertierungsrisiko gegen US-Dollar, aber das ist genauso, wenn ich Bitcoin kaufe, der Bitcoin kann steigen und fallen, der Dollar kann steigen und fallen, also dieses Währungsrisiko habe ich ja auch immer hier mit dabei. Und ich würde es jetzt auch eben so empfehlen, ich habe auch ich glaube mittlerweile rund 30 Coins, die ich stake, aber das sind jetzt alles keine ganz großen Summen, sondern bei manchen Coins habe ich mehr, bei manchen habe ich weniger, aber für mich ist es momentan auch die Phase, wo ich bin, wo ich erstmal teste, wo ich einmal schaue, wie funktioniert denn das Ganze, weil dieses Staking, dieses Validator, diese Validator-Thematik und so weiter, ist ja auch alles Neuland und das würde ich auch jedem jetzt am Anfang mal empfehlen, jetzt nicht komplett alles gleich mal in Staking zu hauen und vor allem auch nicht das zu machen, einen Fehler, den du wahrscheinlich auch kennst von der Börse, dass man Aktien auswählt nach der Dividendenrendite oder Währungen auswählt nach dem Zinsniveau. Also dann investiert man wahrscheinlich immer in türkische Lira und südafrikanischen Rand, da kriegt man einen Haufen Zins, aber die Währungen werten halt ab. Und genauso bei Aktien, die hohe Dividendenrenditen haben, ja, da ist es halt häufig auch so, dass dann der Kursverfall dementsprechend ist oder war. Vor allem, wenn man historische Dividendenrenditen anschaut, also wenn man sich die zukünftige Dividende anschaut mit dem aktuellen Preis, dann kann man ja hauptsächlich was erkennen. Aber gerade wenn ihr irgendwo 15% Dividendenrendite lest, dann haben wir wahrscheinlich die Seite, die euch das anzeigt, den aktuellen Kurs mit der letzten Dividende verrechnet. Und genau wie Markus gesagt hat, wenn es halt damals die Aktie halt extrem eingebrochen ist, dann wirkt die Dividendenrendite auf die alte Dividende brutal hoch. Aber auf die prognostizierte nächste, was gibt ja einen Grund, warum die Aktie so stark gefallen ist, und die nächste Dividende wird dann wahrscheinlich wesentlich geringer ausfallen. Und wenn man die auf den aktuellen Preis, was man tun sollte, berechnet, dann ist die Dividendenrendite wahrscheinlich wieder viel, viel, viel geringer. Also das ist absolut richtig, immer gucken, dass die Paare zusammenpassen. Genau. Und ich würde es wirklich sogar so machen, die Staking Rewards, also die Staking-Rendite komplett außen vor lassen, sondern ganz genau so entscheiden, wie man bislang auch herangegangen ist. Warum kaufe ich eine Ethereum? Doch nicht wegen dem Staking-Reward von 5%, sondern weil ich in dieses DeFi-System investieren möchte, weil ich davon überzeugt bin. Bin ich das nicht, dann kaufe ich keine Ethereum. Und genauso sollte man das eben bei den anderen Kryptowährungen machen. Und wenn man dann feststellt, ich habe jetzt Kryptowährungen in meinem Portfolio, die stakebar sind, kann ich mir überlegen, diese zu staken. Also das immer in späterer Folge. Aber jetzt nicht sagen, okay, beim Apecoin, fällt mir jetzt nur als Beispiel ein, ich weiß gar nicht, wo wir momentan liegen, zwischen 40% und 60%, schätze ich mal, Staking Reward am Anfang, als der Apecoin da war, waren wir bei 100% Staking Reward. Ja, das ist natürlich jetzt keine Entscheidungsgrundlage zu sagen, oh toll, da verdopple ich immer mein Kapital, sondern dementsprechend war eben auch der Kursverlauf jetzt beim Apecoin, beziehungsweise es fehlen eben auch hier die Anwendungen. Aber wenn ich jetzt eben schaue, welche Kryptowährung sagt mir sowieso zu und lässt sich die auch noch staken, spricht nichts dagegen, eben die Blockchain, die Sicherheit, die Stabilität zu unterstützen, indem ich auch Staking-Services nutze über lizenzierte, zugelassene Anbieter. Das möchte ich auch nochmal betonen. Nicht irgendwelche Staking-Pools, die eben über keinerlei Lizenzen verfügen und wo ich dann eben meine Coins, meine Token irgendwelchen Anbietern anvertraue, wo ich regulatorische Risiken habe oder auch Systemrisiken, bis hin natürlich zum Totalverlust, wenn da irgendwas passiert mit dieser Plattform. Ist genau das Gleiche wie bei FTX. Also wenn ich da meine Futures gehandelt habe oder Long oder Short war oder was hatte, dann habe ich jetzt eben ein großes Problem und habe nichts mehr. Habe ich es beim soliden Anbieter mit Regulierung, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr, sehr hoch, dass die Kurse auch fallen können und steigen, aber dass eben die Grundstabilität vorhanden ist.
Und vielleicht zum Schluss zu dem Thema, bitte, laufende Erträge aus dem Kryptomarkt unterscheidet ganz klar zwischen Staking und Lending. Beim einen unterstützt ihr die Stabilität des Netzwerkes, anstatt Rechenleistung hinterlegt ihr eben Coins und beim anderen werden eure Coins verliehen und das sind absolute zwei Paar Stiefel. Also da vielleicht nochmal, wenn ihr irgendwas mit Prozent im Kryptomarkt seht, bitte genau darauf achten, es ist Staking oder Lending. Vielleicht als nächster Punkt eine Coin, die wir schon länger, relativ lange nicht mehr irgendwie angeschaut haben. XRP, man hört ja immer wieder, jetzt sind sie aber einig, jetzt hat die SEC aber bald kommt soweit und jetzt, aber jetzt ganz sicher und irgendwie zieht dieses Ganze, aber wie ist denn so deine momentane Meinung, was man sagen kann, Ripple Labs, wo stehen die gerade, mit dem Rücken an der Wand oder haben die schon andere Eisen im Feuer, was glaubst du, was könnte da grundsätzlich geschehen, ohne jetzt das Urteil vorwegnehmen zu wollen. Genau, also das Urteil kennt ja niemand. Fakt ist eben der, dass mittlerweile es bei Ripple Labs, ist ja das Unternehmen beziehungsweise die Stiftung, die hinter dem XRP-Coin steht, einige Erfolge mittlerweile zu verzeichnen sind im Kampf, in den juristischen Auseinandersetzungen mit den Aufsichtsbehörden. Hier bleibt eben die weitere Entwicklung eben abzuwarten. Fakt ist aber auch der, dass XRP nach wie vor nach Marktkapitalisierung eine der wichtigsten Kryptowährungen ist. Und zwar, wenn man jetzt die beiden Stablecoins USDT und USDC ausklammert an Nummer 4, also nach Bitcoin, Ethereum und nach dem Binance Coin. Und deswegen ist es natürlich schon auch eine bedeutende Kryptowährung, die man eben auch auf dem Schirm haben sollte. Und auf was ich jetzt heute mal kurz eingehen möchte bei XRP, weil wird ja auch bei euch bei Bison gehandelt, ist der Aspekt, dass eine Säule des gesamten Krypto-Ökosystems nach meiner Einschätzung eben CBDCs sein werden. Also Central Bank Digital Currencies. Man kann jetzt davon halten, was man will, man kann jetzt positiv sein und so weiter. Für mich ist das eine Säule des Krypto-Ökosystems und ob man das will oder nicht, sie wird kommen. 90% aller Notenbanken weltweit befassen sich mittlerweile mit Forschungsprojekten im Bereich CBDC. Und vor diesem Hintergrund ist es eben interessant, dass eben XRP bzw. Ripple Labs jetzt eben sich positioniert und eine Plattform entwickelt hat, eben auch für CBDCs. Das heißt, XRP wird ja auch in der Krypto-Community immer sehr kritisch bewerkstelligt, weil XRP so ziemlich alles darstellt, was Satoshi Nakamoto mit seinem Bitcoin-Whitepaper nicht gewollt hat. Also das muss man ja auch ganz offen sagen. Dennoch, als Krypto-Projekt hat es aus meiner Sicht seine Berechtigung als Bankencoin, also als eben als Anwendung, gerade auch im Zahlungsverkehr, in den Zahlungsverkehrssystemen. Und da hat es eben auch der XRP bzw. Ripple Labs eben großes Potenzial. Und gerade auch durch diese Entwicklung, dass man jetzt eine Plattform entwickelt hat für staatliche Institutionen, die eben dann Staaten die Möglichkeit bietet, ihre CBDCs, also ihre tokenisierten Landeswährungen, dann über diese Plattform zu distributieren. Und interessanterweise hat Ripple Labs eben hier auch schon drei Staaten als Kunden gefunden, die eben dieses nutzen. Das sind jetzt natürlich keine großen Volkswirtschaften wie die USA oder wie Deutschland oder wie Japan, sondern es sind natürlich ganz kleine Staaten, aber es sind eben Pilotprojekte und das finde ich dennoch eben sehr erwähnenswert. Das ist einmal Bhutan, einmal Montenegro und einmal Palau, also eine eine Südseeinsel, Entschuldigung, nicht, dass ich nur in falsche Region verordne, also auch, war auch ein sehr, sehr interessanter Staat, auch ein schuldenfreier Staat eben in diesem Kontext, fast vergleichbar mit Liechtenstein. Also es sind sehr, sehr interessante Entwicklungen für XRP, dass man sich auch in diesem CBDC-Bereich positioniert. Und hier war eben noch eine weitere Meldung eben interessant. Mit Metaco hat Ripple Labs in der Schweiz einen Kryptoverwahrer übernommen. Und zwar einen regulierten Kryptoverwahrer. Also Ripple Labs kommt ja aus diesem Segment der juristischen Streitereien mit der SEC und die übernehmen jetzt einen Kryptoverwahrer, einen regulierten in der Schweiz. Das ist auch wieder so ein Trend wie bei Coinbase mit Bitpanda, der Kooperation, dass man sieht, also dass diese US-Unternehmen eben sagen, okay, wenn wir in unserem Heimatland nicht
die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben bekommen, dafür planen können, dass wir eben geschäftlich operieren können, dann suchen wir uns eben im regulierten Ausland, wo das möglich ist, unsere Standbeine. Und die Übernahmesumme war 250 Millionen Dollar, also eine ganz ordentliche Summe für diesen Kryptoverwahrer. Und man kauft sich praktisch Regulierung jetzt hinzu als Ripple Labs. Also das finde ich auch eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Und bei Ripple Labs muss man ja auch noch dazu sagen, die sind mittlerweile ja auch Partner vom World Economic Forum, also vom Weltwirtschaftsforum. Deswegen gehe ich jetzt schon davon aus, dass die Grundlagen von der Wahrscheinlichkeit sehr hoch sind, dass Ripple Labs und XRP in diesem regulatorischen Rahmenumfeld auch eine Zukunft hat. Ich kann die Entscheidung der SEC oder der USA auch nicht vorwegnehmen, aber mich würde es überraschen, wenn das jetzt ein K.O.-Schlag kommen würde. Aber wie gesagt, das bleibt ein Restrisiko, das bleibt natürlich zu abzuwarten, aber selbst wenn hier ein K.O.-Schlag kommen würde, werden eben auch die regulatorischen Rahmenbedingungen jetzt schon im Ausland geschaffen, um entsprechend darauf zu reagieren. Aber das mit dem CBDC-Thematik ist sicherlich auch ein Themenfeld, den wir uns in Zukunft noch stärker dann mal annehmen können. Okay, also Ripple Labs baut sich ein zweites Standbein, Plan B auf und guckt, dass man notfalls auch eine Exit-Strategie außerhalb von Europa, USA hat. Ich habe vorher schon mal angesprochen, vor 2 Jahren hätte ich mir auch nie gedacht, wie weit das Thema AI voranschreitet. Vor einigen Tagen haben wir neue Zahlen von Nvidia gehabt und haben gesehen, wie das Thema AI bei denen in der Bilanz extrem an Fahrt aufnimmt, wie die Prognosen da nach oben schießen. Wie sieht's denn so am Kryptomarkt zum Thema AI aus? Gibt's da irgendwas, wo du sagst, da kommt das nächste große Ding, oder ist es halt nur so nächster Meme-Coin, der irgendwo AI-Name hat und deswegen muss sehr, sehr vorsichtig sein sollte, was man damit tut? Ja, also grundsätzlich am Kryptomarkt ist ja das Gleiche, was ich damals gesagt habe zu Metaverse-Coins. Es gibt ein paar Kryptowährungen, die interessante Anwendungsfelder haben für Artificial Intelligence. Die sind auch gehypt worden, sind auch wieder zurückgekommen. Gilt aber genauso wie für alle Metaverse-Coins. Aber ich gehe davon aus, dass in diesem AI-Segment eben auch eine Ethereum ganz, ganz viele Anwendungen bieten wird, weil sie eben über ihre Smart Contract Funktionen integrierbar ist in diese ganzen Systematiken. Dennoch gibt es eben aktuell eine Entwicklung, die zu beachten ist, aus meiner Sicht, und nicht eben einfach abgetan werden kann als weiterer Shitcoin, und zwar ist es der Wordcoin. Also der Wordcoin hat natürlich jetzt einen Namen schon mal, wo man denkt, okay, geht es eigentlich noch mehr, also der Weltcoin. Aber es ist eben deswegen beachtenswert, weil eben da genau die Personen dahinter stehen, die du gerade angesprochen hast, nämlich das Team um Sam Altman, also von OpenAI, dem Gründer von OpenAI und eben dem Erfinder von ChatGPT. Und die haben eben eine Kryptowährung jetzt weiter forciert mit dem Wordcoin und mit dem WLD-Token. Und da ist es jetzt so, dieses Konzept, ich habe mir das auch mal im Groben mal durchgelesen und versucht es mal jetzt aufs das Wesentliche herunter zu brechen. Das Konzept erinnert mich sehr, sehr stark an das, was ich schon mal gehört habe von Libra oder von Diem. Also Facebook, damals Meta, hat ja erkannt, was jeder erkennt, dass die Welt unbanked ist, dass es viele Regionen gibt auf dieser Welt, wo die Menschen teilweise in Dimensionen von 95% und mehr keinen Zugang zu Bankkonten haben und keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben. Und das Ganze will jetzt Sam Altman vereinfacht gesagt zusammenfassen noch mit dem Konzept des sogenannten bedingungslosen Grundeinkommens, dass man eben hier eine Struktur schafft eines Weltcoins, wo dann alle eben an diesem Wordcoin-Finanzkonzept partizipieren können. Dazu gab es aktuellen Funding, das wohl auch erfüllt wurde mit 100 Millionen US-Dollar, also auch einer großen Summe, und sollte dann dieser Wordcoin eben am Markt mal platziert werden, auch in freier Konvertierbarkeit über Kryptobörsen, ist heute schon davon auszugehen, dass der natürlich eine Milliardenbewertung vom Start weg haben wird. Und um eben hier Kunden zu gewinnen und die Kundenzahl, die gewinnen möchten, also die Nutzerzahl, die wäre in den nächsten 2 Jahren 1 Milliarde. Also 1 Milliarde Menschen gewinnen auf Sicht der nächsten 2 Jahre für diesen Wordcoin. Und dazu
gibt es sogenannte Orbs. Ich weiß nicht, ob man das Bild jetzt sieht. Das ist ein sogenannter Orb. Im Prinzip ist das ein Scanner, also so ein Scanner, der dann weltweit an bestimmten Stellen eben ja, implementiert wird. Man kann dafür eben Lizenzen erwerben. Und bei diesem Orb kann man sich dann seine Iris scannen lassen. Also man kann sein Auge scannen lassen. Und anschließend wird dieser Scan des Auges dann in eine numerische Zahl transformiert. Und eben dafür gibt es dann entsprechende Wordcoin. So wird versucht, eben diese Kryptowährung in die Welt zu bringen. Hört sich jetzt auf den ersten Blick ja auch wieder sehr spacey an. Auf der anderen Seite finde ich es in Bezug auf Biometriedaten natürlich auch durchaus intelligent. Und das Ganze dann noch zu verknüpfen eben mit Ansätzen der Artificial Intelligence, wo ja Sam Altman nachgewiesen hat, dass er jetzt kein planloser Fantast ist, sondern wenn man schaut, eben wie OpenAI und ChatGPT sich entwickelt haben, dann muss man, glaube ich, dieses Projekt, so absurd es sich auf den ersten Blick ja vielleicht anhören mag, durchaus mal anstreben. Meine Empfehlung darf ich aber nicht sagen, gell? Aber mein Rat ist jetzt eben in dem Konzept, sich einfach mal auf wordcoin.org sich mal in den Newsletter einzutragen, dass man eben da mal ein bisschen dabei ist, weil ich finde es auch insgesamt sehr, sehr interessant. Es bleibt natürlich auch mal abzuwarten, wie wird das dann regulatorisch alles strukturiert, weil das war ja das Hauptproblem auch von Diem, von Facebook und von Libra, woran das Ganze gescheitert ist. Also wie wird es Sam Altman das Ganze dann umsetzen können? Aber grundlegend das Konzept, dass ein Zugangsweg geschaffen wird zu diesen ganzen unbanked people auf dieser Welt, der wird seine Berechtigung haben. Aber grundlegend ist es ja auch so, das bietet Ethereum auch schon, das bietet der Bitcoin auch schon, das bietet dann das Lightning Network auch schon. Aber interessant wird es dennoch sein, was hier Sam Altman mit Wordcoin alles eben auf die Beine stellen wird. Und es ist jetzt auch ein Token beispielsweise, der wiederum auf der Blockchain dann von Ethereum basiert. Deswegen zeigt es eben auch, wie hier eben die Anwendungsstrukturen sind und welche Potenziale eben hier dann auch möglich sind. Klingt erstmal für mich nach einem MeToo-Coin. Ich bin jetzt auch da und bin auch wichtig. Ich verstehe jetzt mit dem Augenscannen. Klar, dadurch wird irgendwie eine zufallsgenerierte Zahlenfolge erstellt, weil jeder Augeniris-Hintergrund komplett anders aussieht. Und damit kann ich wahrscheinlich irgendwelche mathematischen Rätsel anstoßen, um die Chain vielleicht abzusichern. Ich höre jetzt gerade das erste Mal, ehrlich gesagt, davon. Wobei ich jetzt noch nicht verstehe, warum das gerade eine Firma, die stark im AI-Bereich unterwegs ist, herausbringen soll, was der Vorteil davon ist im Vergleich zu einer anderen Firma. Also auf jeden Fall, ich werde auch mal einen Blick drauf haben und gucken, ob das wirklich am Markt, mal schauen, etabliert wird. Vielleicht kriegen die eben genau das Problem hin, was eben Diem oder Libra eben nicht geschafft hat, dass man einfach regulatorisch einen Währungskorb, eine Währung hat, die dann wirklich in die Welt hinausgetragen wird. Und das werden du und ich wahrscheinlich gar nicht groß brauchen. Aber wie du gesagt hast, es gibt halt viele Länder, die haben ein funktionierendes Internetsystem mit Funk, LTE und 5G, was wir in Deutschland davon träumen, aber kaum ein Bankensystem. Und dann hat er mir seine eigene Bank hier in dem Ding bei sich dabei. Und das ist vielleicht für Dinge, die wir Europäer oder Nordamerikaner überhaupt nicht für nützlich erachten. Aber da muss man vielleicht ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und verstehen, es gibt auch Gebiete, Länder, Regionen, wo wir einfach auf ganz anderer Ebene unterwegs sind. Genau, also es gibt übrigens einfach auf der Website dann mal nachschauen, also wordcoin.org. Es gibt in Deutschland und Österreich noch keine Orbs derzeit. Also man kann seine Iris derzeit eben nicht in dieses System einbringen. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass Deutschland und Österreich das Hauptzielland eben für Sam Altman sind, weil hier wird es nur wenige Menschen geben, die unbanked sind, sondern es werden eben die afrikanischen, asiatischen Länder sein und die südamerikanischen Länder. Und zum Punkt, was hat es mit AI zu tun? Also mir kommt Sam Altman hier mittlerweile so ein bisschen vor wie Elon Musk. Was hat Tesla damit zu tun, mit SpaceX oder mit PayPal? Also er ist ja auch so ein Multiunternehmer und dann noch mit Twitter. Also der macht ja auch bestimmte Felder. Ich habe den Eindruck, dass Sam Altman hier natürlich das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens verknüpfen will mit diesem Unbanking-Konzept. Und das macht aus meiner Sicht schon Sinn. Also technologisch würde er das auf jeden Fall hinbekommen.
regulatorisch wird die Herausforderung sein, also es wird natürlich eine große Herausforderung sein. In Bezug auf den Datenschutz kann ich es ehrlich gesagt gar nicht beurteilen. Die Iris, also wie man jetzt die Iris bewertet, aber ich habe das eben so verstanden, dass die Iris, das Bild der Iris wird nicht abgespeichert. Das heißt also, die Biometriedaten werden gar nicht abgespeichert, sondern es wird dann umgewandelt in die numerische Zahl und dieser numerische Code wird ja auch einzigartig sein. Und das ist ja dann der Iris zuordnenbar gewesen. Also das sind ja intelligente Leute, also die werden das ja schon dementsprechend abklären können dann. Ich finde es einfach interessant, ein ganz interessanter Ansatz. Meine Empfehlung ist ja jetzt nicht die, dass ich sage, hey, da gibt es einen neuen Wordcoin, das ist jetzt 25.000 irgendwas, weiß ich was, an Coins, sondern ich finde es deswegen beachtend, also wäre das jetzt von irgendeinem kreativen Erfinder, wäre ich ja auch nie auf die Idee kommen, jetzt hier das im Krypto-Update zu erwähnen. Der Grund, warum ich das im Krypto-Update erwähne, ist, weil es von Sam Altman kommt. Also weil es vom Gründer von ChatGPT und von OpenAI kommt und weil ich glaube, dass dieser Themenbereich eben beachtenswert ist, nur dass man das auch mal gehört hat, dass man das eben auch auf dem Schirm hat. Also wie bei allem natürlich keine Beratung, keine Empfehlung. Gerade wenn so ein Ding komplett neu rauskommt, dann gleich dreimal nicht. Aber wir wollen ja auch immer wieder gucken, so ein bisschen über Tellerrand hinausschauen, was ansonsten am Markt verfügbar ist, was Neues zukommt. Den Link zu worldcoin.org werde ich unten mal auch mit reinkopieren. Aber wie gesagt, heißt jetzt nicht sofort kaufen oder sonst irgendwas machen. Bitte nicht, nur wie von Markus gerade angesprochen. Das Thema AI, gerade ChatGPT, also wer sich mal mit Bing Bill beschäftigt hat, ein paar Fragen gestellt hat, das Ding ist schon recht gut. Und natürlich, wenn da so ein großer bekannter Name auch im Bereich Krypto plötzlich aktiv wird, vielleicht mal anschauen, was man daraus dann macht, jeder selber überlassen, aber bitte nicht wegen den, ich glaube jetzt knapp 8 Minuten, wo über das Thema besprochen wurde, sofort einen Kauf irgendwo platzieren wollen, also dafür ist es definitiv nicht gedacht, aber ich glaube, das sollte jedem da draußen bekannt sein. Von mir noch ein kleiner Hinweis dahingehend, also man kann diesen Coin gar nicht kaufen, der ist noch nicht gelistet. Aber es gibt einen Wordcoin auf coinmarketcap.com. Also gab es jedenfalls, wenn du mal vielleicht nachschaust, Richie, das hat mit diesem Wordcoin gar nichts zu tun. Und das fällt mir auch schon öfters mal auf bei anderen Dingen. Also es gibt manchmal Coins oder Token, die haben ähnliche Namen oder teilweise genau gleiche Namen, die haben mit dem überhaupt nichts zu tun. Man sieht das jetzt ja auch bei diesem Wordcoin. Also der Wordcoin, der da handelbar ist, der hat mit dem Wordcoin, mit dem WLD-Token von Sam Altman gar nichts zu tun. Weil ich habe auch schon Zuschriften bekommen, wo Leute mir gesagt haben, sie haben jetzt den Wordcoin gekauft. Und ich dachte, wie geht das? Gibt es ja noch gar nicht. Das ist halt was ganz anderes. Das haben wir ja im Aktienbereich auch. Da gibt es, glaube ich, Zoom. Also es gibt zwei Zoom-Aktien. Eine ist Zoom Communications, andere heißt Zoom irgendwas und da kommt es immer mal, oder bei Snap gibt es glaube ich auch zwei Aktien, eine heißt Snap und eine heißt Snap irgendwas, also man kauft da auf einmal aus Versehen eine falsche Aktie und bei diesen Kryptowährungen im unregulierten Segment, wo die Namensvergabe ja auch ja quasi überhaupt nicht geschützt oder ähnliches ist, man sieht ja unten dieser nicht gelistete Wordcoin Token WLD und der da oben, das ist was ganz anderes, hat mit dem gar nichts zu tun, also bitte da immer auch genau aufpassen, wenn man sich für was interessiert, was kauft man wirklich? Und genau das, was du gesagt hast, die falsche Zoom-Aktie wurde zum Anfang von Corona stärker gekauft als die richtige und die ging tierisch durch die Decke, bis die Leute gemerkt haben, das ist das Falsche. Es gibt nämlich einmal Zoom Technologies und einmal Zoom Video. Und da nicht bitte nur nach dem Namen kaufen. Genauso gab es auch mal eine Aktie, die hieß Blockchain. Das war ein Eistee-Hersteller. Also auch da nicht einfach nur nach dem Namen kaufen, sondern bitte hinter die Fassade schauen und gucken, was man da hat. Zum Thema hinter der Fassade schauen, vielleicht zum Abschluss noch. Vor einigen Jahren haben wir auch mal ein Video gedreht zu einem Wallet-Anbieter, den wir etwas namentlicher genannt haben und deswegen auch Abmahnungen erhalten haben, die wir dann trotzdem haben stehen lassen, beziehungsweise wo es wirklich zu Rechtsstreitigkeiten kam. In dem Bereich hast du vielleicht eine kleine coole Meldung zu vermelden und zum anderen warst du, glaube ich, auch irgendwo bei der ARD unterwegs und hast auch zu dem Thema was veröffentlicht ein bisschen. Genau. Also zuerst mal zu diesem Anbieter. Heute darf man den Namen nennen, der hieß damals EXW Wallet. Wir haben damals ein Video gedreht, das war nicht mit dir, sondern mit einem Kollegen damals noch. Da sind wir abgemahnt worden, weil wir Aussagen getroffen haben. Ich bin danach in einen riesigen Rechtsstreit gegangen. Ich weiß gar nicht, wie viele Prozesse ich gegen die geführt habe. Ich habe auch sehr viele Strafanzeigen erstattet, BaFin-Meldungen, alles Mögliche.
und habe am Ende des Tages auch einstweilige Verfügungen, die gegen mich erwirkt wurden, dass ich nichts mehr sagen darf, sind von den Gerichten aufgehoben worden. Und mittlerweile ist es so, dass diese Initiatoren von dieser EXW-Wallet gejagt werden mit internationalen Haftbefehlen. Am 2. Oktober 2022 ist der erste in Österreich verhaftet worden. Das Verfahren läuft dort über die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien, zu denen ich einen hervorragenden Draht habe und die ich mal auch in dem Zusammenhang sehr loben muss. Also was die für eine Arbeit machen, ganz, ganz toll. Und das Lob kann ich jetzt nur nochmals ausweiten, weil jetzt ist der zweite Initiator, Founder hießen die damals, von dieser EXW-Wallet aktuell am 23. April oder am 24. April in Brasilien verhaftet worden am Flughafen. Und das hat mich jetzt schon mehr überrascht, weil ich habe ja immer viele Dinge eingereicht und ich habe jetzt eben eher vielleicht gedacht, ja, das läuft dann alles irgendwann mal im Sande und so weiter. Aber dass der jetzt wirklich auf Initiative auch von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien in Brasilien eine Verhaftung erfolgt, das finde ich natürlich ganz, ganz toll. Und die in Wien haben mir dürfen wenig sagen, weil da kommt immer das Thema Persönlichkeitsrechte. Die jetzt eben in Brasilien, also dieser Richter in Brasilien, der war ganz offen, hat da auch Namen genannt. Aber ich will jetzt mal auf den Namen hier verzichten. Das kann man alles in meinen Blogs auch nachlesen, wie derjenige heißt. Der wird jetzt ausgeliefert in seinem Heimatland, ist Italiener, Südtiroler, dann wahrscheinlich nach Wien überstellt oder je nachdem, wo der Prozess dann stattfindet, wenn eben Anklage erhoben wird. Ich finde es auch eine ganz, ganz tolle Entwicklung und es ist eben auch was ganz, ganz Wichtiges, dass diese Kryptobetrüger wissen, dass eben so irgendwelche Betrügereien Folgen haben und zwar ganz, ganz gravierende und dass das einfach nicht ein rechtsfreier Raum ist, sondern dass das sich auch alles nachvollziehen lässt, auch über forensische Blockchain-Transaktionen. Auch da leisten mittlerweile die Staatsanwaltschaften und Behörden ganz, ganz hervorragende Aufklärungsarbeit und ja, in dem Kontext auch ein aktueller Fall oder ein aktueller Medienbericht von der ARD, mit denen hatte ich jetzt auch Kontakt, weil ich denen mal gesagt habe, sie sollen sich bitte mal die Anwälte anschauen, die diese ja, Täter in erster Folge immer gegen Menschen wie mich, also Pressevertreter, loslassen können, weil sie ja noch Geld haben, weil sie die Leute bescheißen und dass die Rolle dieser Anwaltskanzleien mal durchleuchtet werden. Und das hat jetzt die ARD aktuell aufgegriffen, also jetzt nicht in dem Fall, sondern für die Zukunft aufgegriffen. Und ich hoffe, da werden jetzt mal ein paar Anwaltskanzleien mal in Zukunft mal deren Rolle in diesen Fällen auch mal ein bisschen durchleuchtet werden, gerade in diesem EXW-Fall. Also dass diese Anwaltskanzlei, die diesen EXW-Fall beratend betreut hat, auch mal ein bisschen mal von den Medien angeschaut wird, was sie hier eben ja, für Dinge eben mit veranlasst hat und wie sie auch dazu beigetragen hat, dass eben so ein System noch länger am Leben erhalten konnte, wie es ist. Jetzt zu dieser ARD aktuellen Reportage, also Cybertrading heißt die, da geht es eben darum, wie Menschen eben betrogen werden, indem ihnen Versprechungen gemacht werden. Sie können hier bei Plattformen investieren, in Kryptowährungen, in Devisen, in Aktien oder was auch immer und wie die eben abgezogen werden von Callcentern im Ausland und wie dramatisch das Ganze ist und wie, ja, wie wirklich, wie schlimm hier Fälle sind. Also der schlimmste Fall, der eben hier gezeigt wird oder eben hier genannt wird, ist eben jemand, der 300.000 Euro eingezahlt hat, seine gesamte Altersvorsorge aufgelöst hat in so eine Trading-Plattform, wo überhaupt nicht getradet wird, sondern wo die Menschen einfach von Anfang an betrogen werden und der eben dann ja so in ein psychisches Loch gefallen ist, dass er keinen Ausweg mehr gefunden hat, als Selbstmord zu begehen. Und das ist natürlich dann was ganz, ganz Dramatisches. Und das ist eben wichtig, auch aufzuzeigen, was für Schicksale da dahinter stehen. Und wie viele Milliarden hier eben in Betrügereien erfolgen. Und dazu zählt auch diese Fälle mit Höhle der Löwen oder gefälschte Anzeigen im Internet und all diese Dinge. Und diese ARD-Reportage, also ich kann es nur mit Hochachtung erwähnen, wie gut die eben ausgeführt worden ist. Und ja, wie es das Karma so will, der Kopf hinter dieser Geschichte, also hinter diesen 5 Betrugsplattformen, der wurde auch mittlerweile gefasst. Und er hat selber ja, dann auch im Jahr 2020 in Haft Selbstmord begangen, beziehungsweise es ist so, er ist an einer Überdosis Medikamente gestorben und man kann nicht genau
nachweisen, dass es Selbstmord ist, aber ich gehe jetzt mal davon aus, was soll es sonst sein, dass es eben auch ein Selbstmord war, wobei ich jetzt auch frage, wie kann man jetzt im Gefängnis eine Überdosis Medikamente überhaupt zur Hand haben. Alles sehr komisch, aber diese Reportage, die ist einfach ganz, ganz toll, dauert 45 Minuten. Ich kann jedem nur mal raten, schaut euch diese Reportage bitte an, weil sie jeden sensibilisiert. Und wenn ihr auch in eurem Umfeld Bekannte habt, wo immer auf solche Multilevel-Marketing-Vermittlersysteme schnell reich werden, irgendwas hereinfallen, leitet mal den Link zu dieser Reportage weiter, weil das bringt einen Demut, das erschreckt einen auch, aber das sensibilisiert einen eben dafür, was da draußen alles für Nepper, Schlepper, Bauernfänger und Betrüger unterwegs sind. Also ganz kurz, bevor jetzt Kommentare kommen, Markus fand den Tod von einem Menschen, egal ob Selbstmord berechtigt oder nicht berechtigt, komisch. Tragisch ist vielleicht der richtige Begriff. Und auch da, denkt dran, er ist Corona angeschlagen, aber ich glaube, er wisst, was er damit meint. Und ja, das sind meistens einfach Systeme, wo man dann theoretisch vorgezeigt wird auf einer Demo-Plattform, wie cool das alles läuft und dann Leute dazu animiert werden, noch mehr Geld nachzuzahlen. Und wenn sie dann auscashen wollen, dann wird einem irgendeine Geschichte erzählt, zum Beispiel, jetzt müssen noch Steuern abgeführt werden, schick noch mehr Geld hin und irgendwann ist da keiner mehr erreichbar. Aber ich möchte das nicht vorwegnehmen, solche Systeme gibt es leider. Es gibt leider mehr als genug Leute und häufig denke ich mal, wer fällt darauf rein? Aber es sind häufig wirklich intelligente Leute, die trotz allem auf sowas reinfallen, weil sie einfach mit dem Thema Geld nicht beschäftigen. Ihr da draußen, der jetzt fast 2,5 Stunden lang das Krypto-Update angeschaut hat, fallt hoffentlich auf sowas nicht rein. Und wenn ihr jetzt noch ein bisschen auch Lust habt, hier das Video ist noch mal knapp eine Dreiviertelstunde, das könnt ihr einfach noch mal dranhängen. Ich packe den Link unten dazu. Dann habt ihr wirklich mehr als nur ein abendfüllendes Programm hinter euch gehabt. Markus, dir erstmal weiterhin gute Besserung. Ich hoffe, Corona ist bald hinter dir und hinter deiner Familie auch. Ihr habt sie gut überstanden und ich freue mich auf hoffentlich so in den nächsten 2 Monaten spätestens aufs nächste Video. Da erstmal einen schönen Frühsommer nach Mallorca und bis die Tage auf jeden Fall. Von meiner Seite auch eine Ergänzung noch. Mir ist wieder eingefallen, wie das Unternehmen heißt, wo nach El Salvador geht, nämlich Stripe natürlich. Also ist wirklich so, wenn man Corona hat, da hat man ein paar Gedächtnislücken. Also bitte heute zu entschuldigen, sollte ich irgendwie kleinen Zusammenhangfehler heute mal gemacht haben, aber ich bin jetzt auch froh, dass ich es rumgebracht habe, Stimme gut. Also ich bin auf dem besten Weg, bin froh, dass ich dann wieder Antikörper habe und es mal wieder hinter mir habe. Ich freue mich auch aufs nächste Update mit dir, Richie. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg weiterhin und viele Grüße aus Mallorca.